weißt du noch. Also, ich werde jetzt voll verkacken. Ihr wisst, ja, ihr wollt den Song hören, ich verkack den jetzt voll. Wer pfeifen kann, ist herzlich eingeladen. Wirklich nichts zu sehen. Ich weiß, das kommt jetzt überraschend, denn bekanntermaßen haben die Nasen bei der Delik für gewöhnlich deutlich mehr auf Lager. Sowas sieht den Jungs doch gar nicht ähnlich, doch es gibt hier wirklich nichts zu sehen. Ist es auch noch so unerklärlich? Denn seien wir mal ehrlich, dass der Screen so spärlich ausfällt, ist erbärmlich. Jetzt mal echt, ob das von Anfang an geplant war, denke eher nicht. Es gibt hier wirklich nichts zu sehen. Der Screen ist tot wie Bozos Oma. Ein Game Design technisches Koma. Lahmer als ein Bildschirmschoner und nicht halb so unterhaltsam gegen ihn
findest ja selbst Markus Lanz noch Balsam. Es gibt dir wirklich nichts zu sehen. Die haben doch wohl ne Meise, nur Wolken und Gleise. Kein Hotspot, nicht mal ein Easter Egg. Mal ehrlich, ist doch scheiße, es gibt ja nicht mal was zu tun. Und je länger ich hier verweile, umso mehr wächst auch mein Frust. Ich würde gerne irgendwas in kleine Fetzen reißen, den Computer mit Karacho durchs geschlossene Fenster schmeißen. Und dann springe ich hinterher, ganz ohne weiteres überlegen, um anschließend dann das Auto meines Nachbarn zu zerlegen. Wen hast du hier denn da? Durch die Gegend. Und dann stoße ich mich vom Boden ab, denn ich kann dann auch fliegen. Ich bin der Hulk, ich mach euch platt, niemand kann mich kriegen. Und die Bullen sperren die Gegend ab und rufen weitergehen, weitergehen, weitergehen. Es gibt hier wirklich nichts zu sehen. Hallo. Oh. Na, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Hallo, ich melde mich aus dem Batcave. Ah, Entschuldigung. Ah, ja. Oh, da pusht schon jemand eine Nachricht. Das würde ich nicht am Anfang sowieso noch alles lesen. Erstmal danke, Fräulein Joy. Nee, Fräulein. Was? Fräulein Oi. fürs Sum. Und der Pferdetyp 07 schreibt, bedankt sich für die schönen Spiele, die ich entwickelt habe. Das ist nett. Ja, ich bedanke mich fürs Spielen. Oh, und Todesfall in der Termin. Das tut mir leid. Da, mein Beileid. So, aber. Auch herzlich willkommen alle anderen, die bereits ihren Weg hierher gefunden haben. Wir sammeln jetzt ein bisschen. Ah, ich habe schon wieder dieses Geräuschunterdrückungsding. Das ist immer hier mein Effektgerät. Wen haben wir denn da? Dankeschön, Mintgras. Fürs. Oh, was? Okay, das haben wir also auch gemacht. Der Hype Train ist schon losgetreten. Das ist aber ein bisschen früh mal wieder. Mit eurer Erlaubnis werde ich noch einmal hier hinten wieder umstecken, damit ich nicht halt dieses ganze, dieses Rauschen dazwischen habe. Das könnte jetzt einmal kurz knacken. Oder wartet mal, ich mach mal kurz das Mikro aus dafür. Erinnert mich dran, falls ich nicht wieder anschalte. So ist doch deutlich besser, oder? So ist es doch besser. So. Ja, ich melde mich zurück. Wir waren jetzt für zwei Tage im Tonstudio und haben zwei neue Songs aufgenommen. Dankeschön, Sully Chaos Ace.
Sehr freundlich. Und Igibo fürs Subben. Da freue ich mich. Immer so früh. Genau, hier kommt der Zug immer überpünktlich. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, wir waren im Tonstudio und haben zwei neue Songs aufgenommen. Wir haben dieses Jahr sage und schreibe bislang 5 Releases geplant mit meiner Band Bauern Bergmann Pokinson. Und und jetzt haben wir ordentlich schon mal was in den Kasten geöllert. Gestern und vorgestern. Es war besonders schön. Ich bin auch immer noch sehr beschwingt, bin aber auch jetzt schon wieder ein bisschen traurig. Ich denke, es wird keine Drehschlussdepression. Jeder, der mal beim Film gearbeitet hat, der kennt Drehschlussdepression. Aber dasselbe gibt es, glaube ich, in jedem anderen kunstschaffenden Bereich auch. Auch bei Spielen hatte ich das so, wenn der ganze Stress abfällt und man halt irgendwie gerade so Adrenalin getränkt durch eine Produktion war und dann gibt es plötzlich nichts mehr zu tun, dann ist man erstmal ein bisschen, dann fühlt man sich manchmal ein bisschen leer. Und ich hoffe, ihr könnt mich heute gut davon ablenken, dass ich halt nicht in ein allzu tiefes Loch falle. Allerdings 2 Tage Tonstudio ging auch leider sehr, sehr schnell vorbei. Und deswegen, was wurde denn da jetzt noch gepusht? Da wurde noch was gepusht von XMR Bones 4IX. Wenn das Lied ist, dann kann ich es nicht lesen. Hey, Poki, ich habe dich gestern auf YouTube gefunden. Aha. Und gesehen, dass du hier streamst. Ja, das tue ich. Hallo. Was hältst du von der neuen Richtung von Deponia? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was da so richtig auf uns zukommt. Ich bin nicht so richtig in der Survival-Game-Spieler-Expertenschaft, sodass ich habe da relativ wenig Vergleichs Möglichkeiten und es gibt ja auch noch nicht unendlich viel zu sehen. Dankeschön. Unser Kakao-Ping. Dafür hast du ja 200 Pings, die du zeichnen musst. Genau. Ich kann noch mal nachgucken, wie viele jetzt. Ich habe diese Woche es tatsächlich geschafft, trotz Studio und allem ein paar zwei habe ich geschafft nachzuzeichnen, aber es stehen jetzt mittlerweile wieder doppelt so viel auf der Liste. Nee, noch mehr. Es stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pings, die ich noch zeichnen muss auf der Liste, die schon, wo sich schon Namen gewünscht wurden und 8 weitere sind hier in der Next Up List. Da weiß ich schon, die werden sich demnächst Namen wünschen und kommen dann auf die To-Do-Liste. So. Genau, für alle, die nicht wissen, worüber ich da rede, ich erkläre es bestimmt noch 5 Mal heute. Sir Troggelping ist auch da. Genau. Also ich hoffe, dass wir wieder ganz viele, viele, viele Pings von unseren Pings im Publikum haben. Der ein oder andere hat sich schon eingefunden. Was halte ich denn davon? Ich glaube, ehrlich gesagt, ich wär nervöser, wenn der Delik versuchen würde, einen Point-and-Click-Deponia ohne mich zu machen. Das würde, da würde ich wahrscheinlich einen nässenden Ausschlag an den Achselhöhlen bekommen oder was auch immer man bekommt, wenn man sehr nervös ist. Aber so bin ich da relativ entspannt und gespannt, was da so kommt. Jo. Wo sind die restlichen Pings hin? Man weiß es nicht. Widersinnig. Was ist schon widersinnig? Ja, also Studio war sehr erfolgreich, wollte ich noch sagen. Es hat wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht. Stimmung war perfekt. Wir waren wieder bei dem Henne, wo wir auch unser letztes Album aufgenommen haben, vor mittlerweile auch 1,5 Jahren. Und drüber? Nee.
Wir haben es irgendwann im November aufgenommen. Und vor über einem Jahr haben wir es. Nee. Weil es ja nicht dieses Jahr released. Also haben wir es vor anderthalb Jahren released. Also müssen wir es vor 2 Jahren aufgenommen haben. Oh Mann, so lange her. Ah, Captain Bozo ist auch einer unserer Pings, der noch keinen Namen hat und der noch auf der Next-Up-Liste steht. Wingping ist da. So, hier schreibt jemand zum ersten Mal. Es wird ein, genau, es wird ein Survival-Game werden. Surviving Deponia heißt es. So. Wir haben nur 2 Songs aufgenommen in 2 Tagen. Das ist, ja, das ist, das ist eigentlich gemächlich viel Zeit. Dankeschön, Kokute für, Kokute? Kokute, Kokute, Kokute. Fürs, Cheeren, da freue ich mich auch. Das ist eigentlich bannig viel Zeit. Das würde man sich vielleicht, wenn man ein bisschen ergibt, so, wenn man mehr aufs Portemonnaie schauen müsste, dann würde man das vielleicht anders legen, dass man da halt irgendwie mehr Sachen zusammenpackt und das Studio halt für eine längere Strecke bucht, so. Denn Aufbau nimmt halt auch viel Zeit in Anspruch. Genau, jetzt hatten wir so einen halben Tag Aufbau sozusagen und anderthalb Tage, um diese 2 Songs aufzunehmen. Und die Zeit hat, obwohl das eigentlich ziemlich viel Zeit ist, also auch für unseren Durchschnitt so, wir haben auch schon ein komplettes Album in einer Woche aufgenommen. Trotzdem haben wir die Zeit bis in die letzte Ecke ausgenutzt, sage ich mal. Und es war cool. So. Einordping ist auch da. Huhu. Und Mooping ist da, sehe ich. Hallo Mooping. Es wird Bonsai gesprochen. Oh, hä? Ach, Bonsai. Oh, Spieleabend mit Kritzlibär. Dann grüß mal Kritzlibär. Der hat sich auch noch, Kritzlibär hat sich auch noch keinen Ping-Namen gewünscht und ist einer unserer Pings. Wir machen jetzt erstmal kein Album, sondern machen eine Serie aus Single-Releases dieses Jahr. Es werden aber insgesamt 5 Releases werden. Es sei denn, irgendwann juckt es uns wieder in den Fingern und wir nehmen doch nochmal mehr auf. Aber wenn das so weitergeht, dann stehen die Zeichen gut, dass wir halt auch wieder mal ein komplettes Album machen demnächst. Denn wir schweben hier gerade in einer ungewöhnlichen Erfolgswelle. Genau, wir haben ordentlich Aufwind auf Spotify mit unseren Songs. Unsere Patreon-Gemeinschaft, also das sind auf Patreon, wer es nicht kennt, das ist eine Plattform, so eine Art Crowdfunding-Plattform, bloß eben als Abo-Modell, also dass man quasi Künstler abonniert, um sie zu unterstützen. Das macht man auf Patreon und wir sind da krass am Wachsen. Also wir haben mittlerweile, nähern wir uns den 70 Abonnenten und damit sind wir, glaube ich, was deutsche Patreon-Auftritte anbetrifft, schon ganz weit oben, sage ich mal. Also leider kann Patreon nicht mehr sortiert seine Charts sozusagen nicht mehr nach Region. Das heißt, ich kann das immer nicht sehen. Das heißt, wir können uns nur mit der kompletten Welt vergleichen. Und das geht auch nur über irgendeinen blöden
so einen blöden Statistik. Man möchte ja immer wissen, wo steht man so, ne? Und es gibt halt so einen sehr guten und aufgeräumten Statistikdienst, der zeigt aber nicht nach Region. Das heißt, ich kann nicht quasi sagen, und wie stehen wir quasi im Deutschlandvergleich, sondern es geht halt nur weltweit. Und da sind wir dummerweise, und ich weiß nicht, wie ich das ausstellen kann, weil bei Patreon selbst habe ich das nie eingestellt, meine ich. Da kann man, sind wir irgendwie in der Kategorie Games gelandet mit unserem Patreon-Account. Obwohl es ja eigentlich quasi darum geht, unsere Musik zu unterstützen. Und da sind wir im Bereich Games zumindest schon mal in den Top 1000. Da gibt es natürlich noch ganz andere. Nee, das stimmt nicht. Wir sind nicht in den Top 1000. Da wird irgendwas anderes. Wir sind, Games Rank steht hier 1487. Was auch immer das heißt. Malt es euch aus. Ich glaube, in der Musiksparte würden wir deutlich besser dastehen. Weil viel mehr Leute Patreon benutzen, um irgendwas im Bereich Games zu machen, als im Bereich Musik. Am meisten sind, glaube ich, allerdings Podcasts. Werden Podcasts über Patreon finanziert. Ah, bonsoir. Wen haben wir denn da? Wenn man in die Top, einfach in die Top 1000 guckt, also die gesamte, dann sind auch die ersten alles Podcast-Creator. Nehme ich an. Ah, ist egal. Das ist aber jetzt ja irgendwie ein Off-Topic. Ich versuche ja nur irgendwie die erste halbe Stunde zu füllen, bis wir anfangen, das Spiel zu spielen, wa? Danke, Xavius, den kenne ich doch, fürs Resubben. Resubben finde ich eigentlich ein blödes Wort. Man resubbt ja nicht. Also man subben und danach resubben. Es ist eher ein erneut subben. Was wäre denn die lateinische Vorsilbe für erneut? Schreibt es mir in die Kommentare. Keine Ahnung. So, global gesehen finde ich das halt auch großartig. Also mit 100 Patronen ist man halt schon ganz weit oben dabei. Und also ist so Popmusik Patreon-Accounts aus Deutschland, also als es die Liste noch gab, da standen halt gar nicht so viele drin. Ich glaube, es gibt viele, die werden nicht gezählt, weil die ihre Statistik nicht veröffentlichen. Und die stehen wahrscheinlich auch ziemlich gut da. Bekanntere Bands, die halt zusätzlich noch hier ein Smoothie nebenbei auf Patreon verdienen. Aber da gibt es den Sören Vogelsang, den wir zufällig auch persönlich kennen, über unseren Matze. Haben wir mal mit dem telefoniert, als es darum ging, ob wir vielleicht mal einen Kickstarter als Crowdfunding machen, wenn ich mich recht entsinne. Es kann auch sein, dass das gar nicht war. Aber der hatte irgendwie über 100 Patronen. Warte mal, ich kann ja mal gucken, ob ich den hier finde. Sören Vogelsang. Er macht auch so Singer-Songwriter, nerdigen Singer-Songwriter. Quatsch. Der ist allerdings in der Sparte Video gelandet bei diesem. Aber der hat 157 Member, also Mitglieder. Aber um halt für die Rankierung es zählt ja nicht nur die Anzahl der Mitglieder, sondern es geht auch darum, wie lange bist du schon auf der Plattform und wie viel zahlen deine Mitglieder, ne? Wenn du halt irgendwie nur ein Teil hast und das ist halt irgendwie so 50 Cent, dann landest du wahrscheinlich in der Statistik woanders. Nehme ich mal an. Also der ist auf dem Patreon-Rank 15.650 und wir sind auf dem Patreon-Rank, Moment, muss ich nochmal gucken. Also das ist jetzt über alles, ne? Also Patreon-Rank insgesamt sind wir bei 29.655. Sind wir die 29.655. Patreons weltweit. Naja, wir nähern uns Sören. Die Aufholjagd hat begonnen.
wirst du auch die Deponia-Reihe von Whispered World von Gronkh schauen. Oh du, ob wir da bis dahin kommen, das weiß ich noch nicht. Also wenn das hier so erfolgreich weiterläuft, da kann ich mir das schon vorstellen, dass ich mir halt auch bis in jeden letzten Winkel halt alles angucke, was da gibt. Aber nach Harveys neue Augen hätten wir ja noch Edna und Deponia, glaube ich, zuerst zu machen, bevor wir uns um Whispered World kümmern. Aber mich würde das auch interessieren, da nochmal reinzugucken. Da habe ich sehr, sehr lange nicht reingeguckt. Da kann ich mich kaum noch dran erinnern. So. Genau, vor allen Dingen in der Geschwindigkeit, wie wir vorankommen. Es gibt ja einfach viel, 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 viel zu viel zu erzählen. Und deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass ihr so gutmütig mit mir umgeht und dass wir schreiben also, nein, das ist alles spannend so, ne? Erzähl ruhig weiter viel. Das bestätigt mich natürlich, aber ihr müsst auch aufpassen, ne? Dann werde ich halt irgendwann, achte ich gar nicht mehr. Irgendwann spielen wir gar nicht mehr und ich erzähle nur. Das ist ja, oder beziehungsweise ich spiele ja nicht, sondern guck mir Erik an. Also irgendjemand schrieb schon so, die Redezeit ist so 3 1/4 Stunden Poki gegen, oder 6 Stunden Poki und 1/4 Stunde Gronkh. So, das ist das, was bei den ersten beiden Streams so rumgekommen ist. Und ich fürchte, es kann sein, dass diese Aufteilung hinhaut. Allerdings, wenn man sich halt irgendwie Eriks Kommentare anhören will, dann sollte man ja auch einfach direkt das Video zu seinem Stream direkt gucken und nicht hier meinen Stream. So, wäre ja auch traurig, wenn ich halt mir das einfach nur angucke. So, denselben Stream nochmal, nur mit meinem Gesicht in der Ecke. Und mein Gesicht ist ja schon in der Ecke meistens. Also, zumindest. Ah, nee, bei Harveys neue Augen noch nicht, ne? Ja, da noch nicht. Genau, danke, Wingping. Jede Szene neu zeichnen, ja. So ein bisschen Lust hätte ich darauf auch, aber das schon ein bisschen sehr großer Wahnsinn. Dankeschön, Queen Lillian. Auch ganz neu dabei. Da freue ich mich. So. Der Bank ist jetzt noch umgeschaltet. Worauf warten wir eigentlich jetzt? Warten wir noch auf irgendwas? Bevor wir anfangen, ja, einen Augenblick sollten wir schon noch warten, oder? Schwarzstich hat zum ersten Mal gechattet. Hallo. Willkommen. Und willkommen auch die ganzen 1000 neuen Follower, die wir so in der letzten Zeit bekommen. Das ist schon ein kleiner Irrsinn. Muss ich schon sagen. Edna bricht aus, fehlen 1 bis 2 Parts. Ach, irgendwo finden wir die schon. Mal gucken. Ah. Reiseping ist auch angekommen. Und immer neue Follower. Xomko. Plan Programmer. Xerdbeere. So wahrscheinlich. Xerdbeere. Animagus Morgoth. Ganz viele TH-Sachen bei den neuen Followern. Mathematik. Mathematiker, der Matti heißt. Wie unser Matze, der heißt ja quasi auch Matti. Und ist ein Mathematiker. Twitch benutzt. Das ist klug. Apple Dash. Mal angenommen, das ist tatsächlich Lied. Newborn God. Lord of Hell 1980. Da muss ich aufpassen. Gemüseeintopf mit Brokkoli. Das ist ein schöner Twitch-Name. Naja, ich lese die, wie gesagt, nicht alle vor.
Ich lese mir lieber mal durch, was ihr so geschrieben habt. Vielleicht gibt es noch eine Frage, auf die ich antworten kann, bevor wir dann loslegen. Weil wir sollten auch irgendwann loslegen, weil bei dem Tempo, in dem wir momentan vorankommen, ist das ja sonst, genau, kommen wir ja sonst nie zu irgendwelchen anderen Let's Plays. So. Würde sich der Bienenmann mehr verstanden fühlen, wenn er den Film Bee-Movie gesehen hätte? Das ist eine gute Frage. Habe ich den Film Bee-Movie gesehen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube ja. Ich weiß, dass dieser Film existiert und es handelt sich um einen Animationsfilm. Habe ich ihn gesehen. Es ist so lange her und es ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, was da inhaltlich passiert. Das kann ich nicht sagen. Also wenn ich ihn gesehen habe, ist nicht viel hängen geblieben. Nicht mal Honig. Da kommt noch eine Frage von Queen Lillian. Woher kam die Idee von dem Bienenmann und Drogebecher? Tatsächlich habe ich festgestellt, dass ich von Zeit zu Zeit habe ich tatsächlich Probleme, dass ich meine Ohren verstopfen mit Ohrenschmalz. Und es hilft bei mir immer, wenn ich das morgens merke, so beim Duschen, so, oh, jetzt ist mein Ohr wieder zu. Also es passiert nicht häufig, aber es passiert halt so vielleicht so 2-3 Mal im Jahr, kann es sein. Das ist halt, vielleicht ist es auch normal, vielleicht geht es euch auch so, dass manchmal einfach die Ohren zu sind, so, ne? Das ist halt irgendwie, ich war auch tatsächlich 2 oder 3 Mal in meinem Leben, mindestens 2 Mal, vielleicht waren es auch 3 Mal, war ich beim HNO-Arzt, um mir halt, weil sich das so festgesetzt hat, das Zeug, dass ich mein Ohr befreien musste. Eine ekelige Veranstaltung. Und wenn ihr jetzt ausschaltet alle, dann kann ich das gut verstehen. Aber was ich tatsächlich gelernt habe, und ich weiß nicht, ob ich das schon wusste oder unterbewusst gemerkt habe, dass es mir tatsächlich dabei hilft, bevor ich halt irgendwie da anfange, irgendwie zu versuchen, das anders frei zu spülen oder freizulegen, das Ohr, was halt immer die Gefahr bringt, dass da halt irgendwelche Bakterien ins Ohr gelangen. Also der Ohrenarzt, der HNO-Arzt hat mir damals gesagt, benutzen Sie keine Q-Tips. Merken Sie sich folgenden Satz, und den habe ich mir gemerkt, ich finde ihn irre. Es gehört nichts in Ihr Gehörgang, was größer ist als ein was kleiner ist als ein Ellenbogen. Also, alles, was kleiner ist als der Ellenbogen, hat in der Ohrmuschel nichts zu suchen, sagte der. Ja, fand ich eine krasse Aussage. Und entsprechend ist es halt wirklich so ein allerletztes Last Resort, wenn ich halt versuche, halt jetzt mittlerweile da drin rumzu. Aber was mir hilft, ist Kaffee. Es fördert ja die Durchblutung, also sofort geht halt irgendwie dein Puls hoch und das macht was. Irgendwie bessere Durchblutung im Ohr und sofort verflüssigt sich der Ohrenschmalz. Ne? Also, keine Ahnung. Meiner Meinung nach habe ich das noch nicht gewusst, dass da tatsächlich ein Zusammenhang besteht, als ich Edna bricht ausgemacht habe. Es war mir so ein Teil meines prophetischen Gesangwerkes. Für alle, die es noch nicht wissen, ich bin ja quasi ein verkapptes Orakel. Was ist rot und fliegt durch die Luft? Die Binde Maya. Fräulein Oi. Nicht übel. Kennst du den Film Mein Freund Harvey? Und ist Harvey ein Puka? Ich kenne auch den Film Mein Freund Harvey, das ist ja ursprünglich ein Theaterstück gewesen, also es ist eigentlich ein Stück für die Bühne und wurde filmisch adaptiert bereits in den, oh, ich weiß gar nicht, es ist ja ein uralter Film, da kann ich mal nachgucken. Und ja, der ist mir natürlich ein Begriff, aber ich glaube, gesehen habe ich den tatsächlich erst
nachdem ich Edna Bricht ausgemacht habe. Zu meiner Schande muss ich das gestehen. Ich meine, ich bin manchmal sehr lax, was so Recherchen für sein. Ich bin da eher so der jungianische Autor, der sich einfach so am kollektiven Unterbewusstsein bedient. Ich gucke jetzt mal auf IMDb, von wann der ist, der Film. Der ist auf jeden Fall mit was? Nee, nicht. Ich meine nicht die Version mit Heinz Rühmann, nee. Es gibt eine deutsche Version mit Heinz Rühmann. Ich dachte eigentlich, es gibt eine, die kenne ich nämlich gar nicht. Nee, hier von 1950 gibt es eine Version. Oder bilde ich mir das gerade ein, dass es noch eine andere gibt? Nee, das will ich nicht. Ich will gar nicht zustimmen hier. Ich gebe jetzt einfach mal HW ein. Nee, HW Kartell will ich auch nicht. Titel. Mein Freund haben. Hier, das hier. Mit James Stewart. Ja. Das ist der Film, den ich kenne. Der ist von 1950. Ja. Das klingt richtig. Ja, und ich sehe es auch schon am Ausschnitt. Genau. Genau, der Kaffee wird getrunken und fördert dadurch die Durchblutung im Ohr. Aus irgendeinem Grunde funktioniert das. Ansonsten habe ich mir einfach nur gedacht, was ist das? Skurrilste? Nee, nicht das Skurrilste. In welche Richtung kann ich halt irgendwie generelle Skurrilität noch treiben, um halt das Irrenhaus mit Charakteren zu bevölkern? Und Drogelbecher fällt auch in diese Kategorie, glaube ich. Jungisch, jungistisch, jungesk. Das ist österreichisch, meine ich, nicht bayerisch. Ist ein Österreicher. Hm. Queen Lillian, hallo. Ja, und das finde ich auch sehr schön, dass der, ne, das ist halt so, diese Schere zwischen seiner äußeren Verrücktheit und seiner inneren Aufgeräumtheit, die ich besonders spannend finde bei dem Charakter. So, was gibt es denn hier noch für Fragen? Randomness, was? Ich kann tatsächlich, gibt es eigentlich einen Hintergrund zur Pumuckl-Lampe im Fernsehraum? Nö. Ich glaube, ich wollte diesen Gag irgendwo unterbringen, dass was heißt Gag? Also diese Beobachtung von mir, dass wenn man sich Pumuckl halt ein bisschen aus Nicht-Kinderaugen anguckt, dass es halt wirklich die Geschichte von einem von einem alten Mann, also die traurige Geschichte von einem alten Mann mit einer Persönlichkeitsstörung ist. Das finde ich einfach, wenn man sich Pumuckl auf diese Art und Weise anguckt, dass es halt wirklich einfach tatsächlich keinen Pumuckl gibt, sondern das ist halt einfach nur dieser alte Schreiner, der halt die ganze Zeit über in seiner Werkstatt rumhobelt, dass der halt bei dem halt irgendwie aufgrund seiner Vereinsamung halt irgendwie eine Sicherung
durchgeknallt ist und er halt irgendwie sich deswegen mit einem Kobold unterhält, finde ich das einfach total witzig. Auf diese Art und Weise könnte ich mir glaube ich Pumuckl nochmal ganz gut antun. So. Genau, der schiebt halt irgendwelche Hallus so. Ja, überlegt euch das mal. Wie kann denn Pumuckl in den Häusern von fremden Leuten spuken, wenn woher wisst ihr denn, dass Eda gar nicht da war? Das ist so einfach besonders schön, die Vorstellung. Dass es halt auch Meister Eda ist, der halt irgendwie Sachen durcheinander bringt und so. Naja, okay. Ich mag es tatsächlich immer sehr gerne. Mir Perspektiven auszusuchen, über die ich halt Sachen konsumiere, die das Ganze halt lustig machen, ohne dass halt meine Perspektive darauf halt, also nach Möglichkeit, ohne dass die Perspektive halt falsch ist, einfach eine falsche Perspektive, sondern einfach eine gültige Perspektive zu finden, aus der man halt irgendetwas, was streng genommen halt nicht so cool ist, so betrachten kann. Und sagt so, wenn man es sich so anguckt, dann ist es sehr, sehr witzig. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist, da muss ich jetzt schon lachen. Okay, und damit gebe ich euch wirklich als Auftrag nach Hause mit. Ich an irgendeiner Stelle muss ich das mal anbringen. Und ich habe es bislang noch nicht geschafft, irgendwann mal vor laufender Kamera darüber zu reden. Aber immer wenn ich mich mit Freunden drüber unterhalte, ist der Abend sehr schnell vorbei, weil die Leute mich halt irgendwie irritiert angucken und ich halt die ganze Zeit nur noch anfange zu lachen. So, also ich hoffe, ihr bleibt hier trotzdem da, wenn ich jetzt diese Beobachtung oder euch diese Perspektive auf ein Stück Medium versuche zu verkaufen, als probiert die mal aus. Und zwar gibt es die Sendung Kessler ist. Da schlüpft der gealterte, oder es ist aufgebaut wie ein Experiment, wo der gealterte Switch-Comedian Michael Kessler, ja, kennt ihr, wo der halt in die, der versucht quasi sich in prominente Leute, die er interviewt, zu verwandeln. Per Method Acting. Und zwar, dass er sich so sehr in diese Leute reinversetzt, also so viel über die lernt und mit Bekannten und so weiter spricht und dass er sich nachher richtig in die verwandeln kann. Jetzt muss ich jetzt schon lachen. Und was mein Problem ist, ich mag halt diesen Kessler-Typen nicht. Ich finde, er ist halt ein Paradebeispiel von so einer Diva, von so einem Diva-Schauspieltypen, ne? Von so einem affektierten, sich selbst überschätzenden, er hält sich halt irgendwie für Gottes Geschenk an die Menschheit, so besonders was seine Schauspielkunst anbetrifft. Und er untermauert es halt überhaupt. Es tut mir leid, es kann halt sehr gut sein, dass er halt irgendwie nach irgendwelchen Maßstäben, die ich selber nicht begreife, halt ein sehr guter Schauspieler ist. Aber tatsächlich, ich finde ihn halt nicht besonders lustig. So. Ich fand ihn ja auch nicht, einfach nicht gut als Schauspieler als Comedian. Und wir haben uns diese Sache angeguckt. Ich konnte es halt einfach gar nicht glauben, was da passiert. Und das hier ist jetzt meine Perspektive auf diese Geschichte. Also, die Leute, die halt zu ihm in die Sendung kommen, also es funktioniert ja nun mal nicht. Er schlüpft dann halt in diese Rolle und es ist halt eine ganz
schreckliche, verzerrte Version von diesen Leuten. Also erstmal sieht man halt immer noch, das ist Michael Kessler, der halt irgendwie verkleidet ist. Moment, können wir irgendwie reingucken mal in, gleich? Das können wir, machen wir gleich mal, bevor wir in den Stream reingehen. Kessler ist. So. Oh Gott, ja. Wen machen wir? Das ist eigentlich alles so witzig. Auf jeden Fall, und diese Prominenten, die dürfen ja nicht, das ist ja Kesslers Sendung, die können ja nicht sagen so, nee, das ist überhaupt nicht getroffen. Das geht ja nicht. Es ist einfach ein komplettes Unding. Und die werden dann halt irgendwie mit einer Version von sich konfrontiert, die halt erstens schlampig recherchiert und irgendwie total flach ist. Dann zieht sich halt Michael Kessler da an solchen Sachen auf wie, oh. Ich meine, das dann halt irgendwie, und das war ein schwerer Schicksalsschlag, dass halt irgendwann ein Elternteil gestorben ist. Und so, natürlich, klar, das ist aber für jeden Menschen so. Und dann nimmt er sich so halt irgendwie so Punkte aus der Biografie raus, die halt wirklich jeder, der halt irgendwie einmal Wikipedia aufmachen kann, halt in 5 Minuten recherchieren kann über diese Leute und denkt, die finden sich verstanden, wenn er die halt nochmal irgendwie referiert. Und dann schlüpft er in diese Rolle und sagt so, ja, ich bin ja sehr, es war ein harter Schicksalsschlag für mich, als ich, und so weiter. Und die anderen, die sitzen ihm gegenüber und denken so, sehe ich wirklich so aus? Und jetzt müssen wir mal in irgendeine eine Sache reingucken. Wie wäre es denn? Ach, schade, das ist leider nur die Werbung dafür. Was ist das, die, gibt es die komplette Version von dem hier? Moment, ich muss einmal kurz gucken. Ich suche nur nach, ich filter mal kurz, damit ich halt die länger als 20 Minuten, damit ich halt mal eine komplette Folge. Nee, das gibt es leider nicht. Ach, schade. Ich hätte das zu gerne nochmal gesehen. Kessler ist Rainer Kallmund. Weißt du, da kommt der halt in so einem Fettsuit halt irgendwie und setzt sich halt Rainer Kallmund gegenüber. Ganz furchtbar entstellend fand ich, Kessler ist Dieter Hallervorden. Das ist halt, es ist so witzig. Und dieses so, Und man kann es ihnen, wenn man es halt auf diese Art und Weise guckt, dann kann man halt diesen Schauspielern ansehen, wie unfassbar scheiße die das gerade finden. Man muss es einfach nur aus dieser Perspektive sehen. Und dann ist es halt das Allerlustigste. Weil was für eine die Leute sind ja gefangen in dieser Situation. Die müssen da ja sitzen bleiben und müssen sich halt dieses oberflächliche Gelaber von Kessler anhören. Und dann ist es die allerbeste Sendung jemals. Wenn man es sich so anguckt, das ist so unfassbar lustig, wie die Leute dann halt vorsitzen und sich halt diese flache Variante, dieses Zerrbild, dieses Spiegelbild. Und das, wenn Kessler dich so sieht, dann heißt das ja so übertragen, das ist die Außenwahrnehmung, die andere Leute von dir haben. So. Und die Leute so, ach. Oh, scheiße, so werde ich also wahrgenommen, wie so eine hässliche Karikatur. Und es ist halt immer hässlich, wenn sich Kessler halt als irgendjemand verkleidet. Er kann sich ja nicht halt irgendwie in und dann sitzt er da. Naja, okay, also mein Vorschlag, und jetzt müssen wir wirklich anfangen, das Spiel zu spielen. Mein Vorschlag, guckt euch Kessler ist an und Kessler ist Dunja Hayali. Das ist so wundervoll. Und die müssen dann ja immer so tun, als finden die das gerade ganz großartig. So, oh, das ist ja, oh, ich fühle mich richtig verstanden. Die haben ja gar keine andere Wahl als das. Naja, okay, wir steigen jetzt an. Genug davon, ich weiß, ich überziehe sonst, es ist ja schon längst über den Punkt.
Ich möchte einfach nur das an euch weitergegeben haben, an irgendeiner Stelle. Und vielleicht schaffe ich es bis zum nächsten Mal halt mir irgendwie irgendwoher so eine Kessler-Ist-Folge aus irgendeiner Mediathek oder so, damit wir da mal zusammen reingucken können. Das wäre witzig. Aber genau, lass uns mal jetzt ein bisschen ernst machen. Und zwar das ernste Spiel Harveys neue Augen. Ich, ja, ich bin schon sehr gespannt. Ihr erinnert euch, wir waren nämlich gerade in dieser spannenden Situation, wo Erik halt das erste Mal, und er wusste ja damals noch gar nicht, was auf ihn zukommt, Doris anklickt. Und Hilarity ensues. Hey Doris, sag mal, was so los ist. Was war das? Du frecher Mistkäfer. Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Das kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Ein echtes Killerspiel, wie es aussieht. Hey Doris, erzähl mal was über dich. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla 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 bla. Willst du das wirklich hören? Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Ach, ist das süß. Ich mag das Spiel. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Tja, nun also M. Ich frage mich halt echt, ob Seneca halt irgendwie am nächsten Tag überhaupt noch sprechen konnte. Das ist ja so krass, wie die halt. Und das hat sie halt irgendwie die ganze Zeit über durchgehalten bei den Sprachaufnahmen. Nochmal nachträglich Respekt. Das ist halt eine vernünftige Leistung. Ja. Das war ja noch zum Beginn ihrer Sprecherkarriere sozusagen. Also es war, ich glaube, möglicherweise war es, bevor wir Lillys Sätze aufgenommen haben, dann war es möglicherweise ihre erste Sprechrolle als Sprecherin so, wo sie halt mehr gemacht hat als Geräusche zu Lilly halt und Spot, wo sie halt nur fiepen durfte. Also genau. Eingefleischtere Sprecher würden so eine Rolle vielleicht alleine deswegen ablehnen, weil sie sich dadurch potenziell ihre Stimme ruinieren. Kein Rezept? Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Ich hätte einen Sprengzünder, da könnte man das reparieren. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Ich finde übrigens, Doris hat so ein elfengleiches, zartes Stimmchen. Ich finde, die sollte Let's Plays machen. Das ist einfach so, ich verlieb mich gerade so ein bisschen in die. Ach ja. Genau, das ist der Beginn einer Romanze. Aber wenn ich halt auch mir angucke, wie mit wie wenig Strichen und mit wie wenig hier diese Doris wieder gezeichnet ist. Ich habe, also es ist wirklich der Aufwand hielt sie noch in Grenzen so hier. Ich meine, ich habe ja hier durchaus mal feine Sachen ein bisschen aufwendiger gestaltet, so, ne? Auch man kann halt, mag über die Lineart sagen, was man will, aber das ist halt hier wenigstens ein detailliertes Ding hier, diese Essensausgabe, keine Ahnung, was das ist, barocke
kenne mich nicht so aus mit Architekturstilen oder Innenarchitekturstilen. Aber ich würde sagen, das ist eine barocke Essensausgabe. So. Ich glaube, ich hatte aber auch noch nie so viel Gesicht weggelassen wie bei Doris. Konturen und so, die Detailarbeit, das ist einfach zauberhaft, einfach wirklich zauberhaft. Und Erik fällt es auch auf. So. Achso, einen Wegleser hätte ich gerne noch. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedank dich bei meinem idiotischen Anwalt. Hehehe, süß. Du, bevor du wieder nach Essen... Nee, nicht die Oberin. Die Oberin ist eine andere Stimme. Das ist Irmgard, oh, den Namen weiß ich schon gar nicht mehr. Die hatte ich auch nur das eine Mal im Studio, meine ich. Oder hat die noch irgendwem bei Deponia gesprochen, wie Oma Utz oder so? Das kann auch sein, dass Irmgard Oma Utz gesprochen hat in Chaos auf Deponia. Das könnte mal irgendjemand nachrecherchieren, weil ich bin gerade faul. Oh, übrigens, ich hab's ganz vergessen. Ich muss mir ein bisschen angewöhnen, hier drauf zu klicken mal, ne? Aber hier, Für alle, die nicht wissen, was passiert, Poki reagiert. Das ist mein Jingle für diesen Stream, nicht wahr? Ich habe den noch gar nicht abgefeuert. Genau, und die ist halt auch tatsächlich eine Dame älteren Semesters, also die quasi nach Rollenalter gecastet ist. Die hatte aber dafür tatsächlich sehr angenehm viel Spaß im Studio. Man könnte ja meinen, so, was ist denn das hier für ein krasser Unsinn? Oh, irgendwie noch, genau. Ja. In dem Alter halt Irmgard Jedamczyk, genau. Oder Jedamczyk. Schön, schön, schön. Also war auch Oma Utz. Sehr gut. Ja, danke fürs Nachgucken. Für alle, die nicht wissen, was passiert, Poki uriniert. Ja, ich habe das schon irgendwie gelesen. Beim letzten Stream hat das irgendjemand kommentiert, dass das eine gute Möglichkeit wäre, ich glaube, auf YouTube war der Kommentar, quasi einen Pausenjingle zu machen. Aber ich habe auch vergessen, dass ich einen Pausenjingle habe. Also, vielleicht erinnert ihr mich ja später dran, dass ich hier noch diesen Pausenjingle habe. Der geht nämlich so. Mann, oh Mann, was für eine Sause. Aber jetzt ist erst mal 5 Minuten Pause. Das kommt aus einem unserer Band-Streams, wo wir mit der ganzen Band immer aus dem Proberaum zusammen direkt an unseren Instrumenten sitzen. Und wir hatten am Ende des letzten Jahres einen Stream, den wir das Jingle Camp getauft haben, wo wir dann halt für alle möglichen Twitch-Stream-Kategorien bereits bestehend oder noch in Entwicklung kleine Jingles aufgenommen haben. Apropos, hat irgendjemand Dschungelcamp, guckt irgendjemand von euch noch Dschungelcamp? Das ist so, einmal im Jahr überreden mich Anne und Gunnar dazu, Trash-TV zu gucken. Und das ist das Dschungelcamp. Aber interessanterweise hat mich ursprünglich, und das ist lustig, dass das hier zum tatsächlich zum Stream passt. Das allererste Mal, dass ich Dschungelcamp geguckt habe, hat mich niemand Geringeres als Sinica dazu überredet. Es ist nicht ganz die 20 Jahre her, die es diese Sendung schon gibt, aber annähernd. Tja, jetzt wisst ihr es. Fragst.
Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Ich könnte niemals ins Dschungelcamp gehen, weil ich halt wirklich, wirklich, wirklich die Speisekarte dort nicht überleben würde. Es sieht ganz viel nach Spaß aus, was da passiert. So. Und halt irgendwie mit diesen charakterlichen Wracks halt irgendwie ein, zwei Wochen oder wie lang das auch immer geht, halt irgendwie in so einem, im Regenwald eingesperrt zu sein, das finde ich eigentlich spannend. Also, wenn das halt noch die größten Hirnausfälle, ich finde halt diese Sozialdynamik und so weiter, ich glaube, das würde mir Spaß machen. Duschen tue ich sowieso manchmal zwei Wochen am Stück nicht. Also, insofern wäre ich da komplett in meinem Element. Temperaturunempfindlich bin ich auch in alle Richtungen. Ich würde schwitzen wie ein Sack, wenn es da halt irgendwie, wenn da die Dschungeltemperaturen hochkommen. Schlafen muss ich eh nicht. Genau, das Essen, das würde mir halt den Rest geben. Also Spinnentherapie, Spinnenphobie müsste ich halt auch therapieren, dann live vor Ort. Das wäre sicherlich unterhaltsam, aber ich glaube, damit könnte ich noch leben. Aber diese Ekelsachen essen, da hört es bei mir echt auf. Da würde ich mich halt wirklich nur blamieren. Keine Chance. Auch wenn ich irgendwann nochmal in den Bereich einer RTL in den Bereich hineinwachsen würde, was RTL so als in der Kategorie Star zusammenfasst. Also, macht euch da keine Hoffnung. Ach ja, ich darf hier nicht laut anfangen zu lachen, glaube ich. Ach ja, kein Kaffee und keine Zigaretten. Das, wäre, glaube ich, auch schwer für mich zu überleben. Das stimmt allerdings. So, bei Doris können wir ja keinen Blumentopf gewinnen, höchstens einen Genickbruch. Das wäre vielleicht gesünder, wenn wir uns da vielleicht ein bisschen, wir können mal die Oberen anflirten. Ich glaube, die mag sowas. Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Ach ja, ach die Tugenden. Wirklich, ich find's gut, dass hier sich alle dran halten einfach. So. Auf dem Papier fand ich das auch noch viel lustiger. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Wen können wir... Aber ist immer noch okay. Na, als nächstes umbringen bitte. Ich werde langsam auch so ein bisschen nervös. Zum Klosterflur, in den Schlafsaal. Gehen wir mal in den Flur. Hallo? Die Gargoyles. Und die Schuluhr. Die Schuluhr war außer Reichweite. Schade, aber es ist 10 vor 12. Chaos Cookie, die Frage kam tatsächlich schon mal. Ich habe tatsächlich vor geraumer Zeit bereits mein Handwerk als Spieleautor und Entwickler an den Nagel gehängt und kümmere mich jetzt um meine musikalischen Ambitionen. Und mache tatsächlich gerade, wenn ich nicht gerade streame, wenig anderes als Musik mit meiner Band. Baumann Bergmann Prokinson. Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen... Hallo Kitty. Kitty Ping ist auch da. ...Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Am Fallen zu hindern?
Und hier sehe ich einen... Ach, Knallfrösche. Ach so, ich dachte, der Flügel wäre angenäht, aber es sind Knallfrösche. Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Ein Seil. Knallfrösche. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Shawnee. Ins Klassenzimmer, zur Sammlung. Red doch mal mit Kapu. Kapu war der netteste Junge der Klosterschule. Lilly mochte ihn so gerne, dass sie sogar ihre Kakerlake nach ihm benannt hatte. Dabei fiel ihr ein, dass sie schon seit Wochen Löcher in die Dose stechen wollte. Oh. Lilly, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht so sehr über Shawnee. Er ist ein Idiot. Ich finde dich toll, genau so wie du bist. Lillys Herz machte einen großen Hüpfer. Das war vielleicht das Netteste, was jemals irgendwer zu ihr gesagt hatte. Oh. Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Oh, das ist Ach so, was ekelhafter Typ. Nee. Ich wollte jedoch noch auf zwei, drei Sachen reagieren. Sie eben nicht ignorieren. Entschuldigung, ich habe irgendwas gerade mit Ignaz gelesen und wollte dann reagieren sagen und daraus wurde dann irgendwie auf meiner Zunge ignorieren. Interessant. Genau, das habe ich schon gesagt. Nee, auf irgendwas wollte ich doch noch reagieren. Jetzt sehe ich es nicht. Achso, doch. Wurdest du eigentlich gefragt, ob Delic was in der Welt von Deponia machen darf? Beziehungsweise, wie findest du das? Tatsächlich wurde ich in der Woche, als sie die Pressemitteilung rausgeschickt haben, hat mich Penta darüber informiert, dass sie das vorhaben. Nicht, dass ich aus allen Wolken falle. Der war dann in einem Stream von mir und hat dann mir quasi eine Nachricht geschickt. Du kannst dann aber nach dem Stream auf dein Handy gucken. Dann reicht mir Anne das Handy rüber und ich gucke so drauf und oh, aha. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was das wohl wird. Ich bin ein Psychopath. Du wirkst so angespisst, irgendwie. Okay, Lilly. Ja. Falls ich mach mit. Ja, jetzt weiß ich's ja. Gehen wir mal zur Sammlung, was immer das auch heißt. Wahrscheinlich Kinderköpfe. Oh. Das ist ja von. Alter. Da hängt ein alter Greis am Regalplätze. Drei leere Regalplätze. Hier ist irgendein Zeugs. Pfadfinder-Truhe. Ich drücke extra nicht die Leertaste, damit ich mit der Maus ein bisschen rumsuchen kann. Wie in guten alten Tagen, als Adventures noch keine Spoiler enthielten. So, was können wir denn hier mal anklicken, bevor wir den alten Greis zulabern oder aufwecken? Meerschweinchen. Oh. Oh. Glas mit Meerschweinchen. Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Vielleicht ist es ja ausgestopft. Weiß man ja auch nicht so genau hier. In dieser mysteriösen Schule. Gucken wir uns mal die Regalplätze an. In dem Regal gab es drei leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. In dem Regal gab es drei leere Socken. Pfadfindertruhe? Ach, hier eine Minecraft-Kiste. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Ja, ja, na gut, dann nehme ich eben meine Finger davon. Wenn es sein muss. Okay, Pfadfindertruhe. Wir müssen uns also als Pfadfinder ausweisen, um an die Truhe zu kommen. Oder wir müssen den Opa töten. Können wir dem vielleicht die Fliegerbombe irgendwie unterschieben? Na, ja, das ist hier wie bei Jurassic Park, so ein Gummibärchen im Bernstein eingeschlossen. So. bei der Aufführung, ich bin ja tatsächlich hier über diesem Screen tatsächlich einigermaßen froh. Guck mal.
Da bin ich, ich bin ja auch nicht immer so geh nicht immer so scharf mit mir ins Gericht. Ich mag den Detailgrad hier. Das ist hier alles schön vollgestellt mit Sachen und so weiter. Nicht mal die Lineart ist überall kacke. Guck mal hier, das geht doch. Das kann man doch so machen. Hier dieser Tisch, das ist auch interessant. So ein Glastisch mit so einer, ne, hier oben. So eine Glasplatte noch oben drauf. Und hier so ein Zettelstapel, wie bei ich hab's ja gerade neulich erzählt, so wie bei Alianzo, ne? Wo sie halt ihre alten Edna bricht aus Texte. Vielleicht habe ich mir das dabei auch gedacht. Das sind so hier die alten Edna bricht aus Texte. die lagen bei denen nämlich im Wohnzimmertisch genauso auf so einem Stapel. Und dann hat sie immer einen von unten hochgeholt, wenn sie irgendwas drauf notieren wollte. Ich habe es ja neulich schon mal erzählt. So, hier oben der Heilige Gral als auf dem Bild. Das ist quasi eine kleine Hommage an das Last Crusade LucasArts Point-and-Click-Adventure. Da konnte man nämlich tatsächlich das Bild des Heiligen Grals aus dem Schloss, aus diesem Nazi-Schloss, aus der Nazi-Burg in irgendeinem Abstellraum, wenn man halt ganz viel dort rumgelaufen ist, mitnehmen. Und dann konnte man tatsächlich sich sicher sein, nachher am Ende, welches der richtige Heilige Gral ist. Oh, das Spiel habe ich auch ewig nicht gespielt und unter die Finger bekommen. Das war eigentlich auch ziemlich cool. Und man denkt halt immer so an Fate of Atlantis, wenn man halt irgendwie an gute Spiele von LucasArts, die man halt irgendwie nochmal wieder spielen wollen würde, denkt. Aber ehrlich gesagt, Last Crusade war auch ziemlich gut. Da hätte ich irgendwie mal Bock drauf. Vielleicht würde ich da sogar mal gerne reinkommen. Es ist halt nicht das naheliegendste, ne? Nicht das naheliegendste LucasArts Adventure. Ja, es war auch sehr schwer. Vor allen Dingen gab es ja auch eben diese kleinen Fight-Einlagen und so weiter. Dankeschön, Aceton. Schon zum zweiten Mal. Aha. So, gehen wir mal weiter, ne? Also, mir gefallen hier diese Details. Auch hier, dass man, dass wenn man den Hamster weggenommen hat, hier nur irgendwie so ein komisches Baby im Einwegglas dahinter steht, damit es kein Hotspot mehr ist. Das ist irgendwie auch witzig. Und hier irgendwie so eine Verschlüsselungsmaschine aus Belief and Betrayal. Woher kommt gerade dieser Begriff Belief and Betrayal? Das war das Cover von irgendeinem Spiel, was der Derek entweder gepublished hat oder sogar ein Wimmelbildspiel, das wir selber gemacht haben. Da war so eine Dan Brownische Codescheibenkiste auf dem Cover. Was ist das? Das erinnert mich an Nein, da läutet keine Glocke. Es erinnert mich an. Nee, das hier oben ist nicht Harvey. Das ist auch ein Gargoyle, eine kleine Gargoyle-Figur, wenn ich das richtig sehe. Hier oben mit Hörnchen und so weiter. Schwer zu erkennen. Ich dachte auch auf den ersten Blick, das könnte Harvey sein, ne? Das hier ist übrigens der Sprecher ist Sören, wie hieß er denn noch? Komme ich gerade nicht drauf, Nachnamen. Auf jeden Fall, der hat auch den Alu-Mann gesprochen. Rein gar nichts. Na gut, ja, da hängt er einfach mal cool ab, der Alte. Können wir mit dem vielleicht quatschen? Opa! Aufwachen! Oh, Besuch. Was für ein seltenes... Seltenes Tier. Der Habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Okay. Wie unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden.
Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ja, ja. Ich habe in meinem Leben so einiges. Einiges Tibet, rief ich. Unter drei verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja. Ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den unter den Linden vielleicht. Ja, dieses Konzept mit, dass er sich halt wirklich immer nur noch an die letzten zwei, drei Worte aus seinem Satz vorher erinnern konnte und dann halt irgendwie einfach Annahmen trifft, so wie der Satz wohl weitergehen könnte. Halt einfach, dass so die Satzanfänge und die Satzenden schon gar nicht mehr zusammenfallen. In meinem Kopf klang das sehr lustig, aber es ist halt wirklich, und ich gebe das sehr zu, es ist sehr anstrengend, dem Ganzen zuzuhören, weil halt die Sätze auch sehr lang sind. Der schwafelt, er redet nicht besonders schnell. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch so machen würde. So, Inquisition Overload! Das ist sehr lustig. So. Die Zeit war noch nicht reif für die Musik und der Schlagzeuger hatte die Pest. Ja, genau. Als wäre es noch nötig gewesen, nochmal zu betonen, wie alt der Greis wirklich ist, der hier als Ausstellungsstück in der Antiquitätensammlung hängt. Der halt als Anschauungsstück für den Geschichtsunterricht dient. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist halt manche Sachverhalte. Es gibt halt in meinen Spielen gibt es halt Winkel, die halt abseits der Hauptgeschichte sind. Wo die Geschichte ihre logische Konsistenz zugunsten von erzählerischen Ideen verliert, einbüßt, austauscht. Ja, und das hier ist so ein Winkel. Wir sind halt, es passiert tatsächlich nicht mit Charakteren, die, oder nicht so sehr mit Charakteren, die halt wirklich Teil des, Teil der ne, der direkten des Nebenrollencasts sozusagen sind, sondern es passiert mit Charakteren, die halt wie Komparsen halt so für die Rätsel und so weiter in den noch dunkleren Ecken sind und die können dann halt so ausgefallen sein, dass sie halt die Logik der Welt durchlöchern, so als müsste die Welt halt nur konsistent sein, dort, wo die Geschichte halt, wenn du sie wiedererzählst, also wenn du die Geschichte halt jemand anderes so zusammenfasst, nur an den Stellen muss die Welt halt konsistent sein. Alles, was halt darüber hinausgeht, darf halt so abgefahren sein, wie es halt gerne sein will. So ein bisschen so ist es. Ich, keine Ahnung, ich habe diese Regeln für mich nie wirklich ausformuliert. Aber in meinem Kopf ist es vollkommen erlaubt, dass halt ein Typ, der so alt ist, dass er Ausstellungsstück für den Geschichtsunterricht ist, in einer Sammlung aufgehängt ist, ohne mir Gedanken darüber zu machen, passt das halt mit dem Charakter von Oberin Ignaz und den Regeln in der Klosterschule und der Konsistenz, der gesamt albern ist das halt irgendwie
on level in der Gesamtalbernheit der Welt, so mit wie ernst sich diese Welt nimmt. Also ich bin ja halt eigentlich ein Worldbuilding-Freund. Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Nein! Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Ach ja, schön. Erinnerungen und Tempelrittergrab in der Kapelle, ob das so eine Rolle spielt? Was? Ich muss kurz eingenickt sein. Dabei wollte ich doch gerade diese spannende Geschichte aus meinem Leben erzählen. War es die Geschichte, wie ich bei dem Versuch, den Seeweg nach Kapstadt zu finden, den eurasischen Kontinent entdeckt habe? Ach, ich weiß. Ich wollte dir erzählen, wie ich den Tempelrittern beim Bau der Klosterkapelle geholfen habe. Richtig? Aha. Ich war besonders fröhlich, weil ich eine Banane gegessen hatte. Oder war ich traurig, weil es wieder nur Kokosnuss gab? Nein, die Kokosnuss war damals, als ich für meinen Heldenmut vom trojanischen Bürgermeister den Schlüssel zur Stadt bekommen habe. Oder war der Heldenmut bei den Deicharbeiten in Atlantis? Da hatte ich aber einen Apfel dabei, glaube ich. Aber war ich nicht eher schläfrig in Atlantis? Und wütend beim Kapellenbau? Na, so ein Kokolores. Ich bringe ja alles durcheinander. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Damit ich mich an die Position der geheimen Grabkammern unter der Klosterkapelle erinnere. Irgendwer hat das Regal aufgeräumt. Da müssten normalerweise Hinweise auf die 3E liegen. Emotion, Einstellung und Essen. So kann ich mich nicht zum Affen machen. Also mal sehen. Da. So. Dieses Rätsel übrigens. Hat sich René einfallen lassen. Und ich muss gestehen, ich hatte es nicht so richtig verstanden. Das ist mir aber erst, als ich die Texte schreiben musste, so aufgefallen. Und dann habe ich versucht, das halt irgendwie. Ich habe es halt irgendwie selbst. Klar, es ist ein Regel, so ein Logikrätsel und so weiter. Aber das mit den 3 E's und diesem ganzen Gedöns drumherum. Ich wusste, dass. Also, ne? René war halt mit mir zusammen. Hat ja quasi das Game Design, also das Rätseldesign gemacht. Und René ist ganz häufig da rein verfallen, dass er halt Minigames quasi. Als weiteres Rätsel gemacht hat. Das heißt, viele von den Minigames, die hier in Harveys neue Augen auftauchen, sind von René designt. Ich bin halt immer eher ihr wisst, ich mag Minigames. Und deine Mutter mag auch Minigames. Aber beim Design, ich wollte es halt eigentlich relativ so Item-Kombinationsmäßig, genau, hat mir einfach mehr Spaß gemacht beim Design. Und René hat ganz häufig irgendwelche hochkomplexen neuen Spielsysteme für irgendwelche Minigames gemacht. Und hier war es halt eben dieses Logikrätsel, also wie so ein, ne, wie man das halt aus so einem Logiktrainer kennt. Und diese ganze Geschichte mit dem mit diesen 3 E's und dieser Eselsbrücke, quasi so eine Art Memo-Technik, irgendwas und so weiter. Ich war, glaube ich, halt irgendwie, als er das geschrieben hat und mir halt irgendwie vorgelegt hat, und dass man könnte das doch so machen, weil ich nicht so richtig bei der Sache habe gesagt, ja, klar, machen wir so, ne?
Und dann lag das später bei mir auf dem Tisch, als es dann um die Texte ging. Und ich dachte so, wie kann ich denn das überhaupt irgendjemandem verklickern, was da passiert? Und dann brauchten wir halt irgendwie überhaupt, um diese Regeln zu erklären, brauchten wir halt irgendwie. Und da, im Endeffekt ist das eine Stelle, die ich halt echt sehr unelegant finde. Wir brauchen halt unfassbar viel Text, um halt eigentlich ein relativ kurzes Spiel so zu erklären. Und das, man könnte es als convoluted bezeichnen. Das ist irgendwie total, alles zu unfassbar überladen. Das Ergebnis ist natürlich trotzdem irgendwie witzig. So, es passt halt irgendwie zu diesem stoffeligen Charakter, der da steht und halt sein Rätsel vorstellt. Das ist einfach viel zu komplex, ist, um halt eigentlich das zu tun, was tatsächlich Phase ist. Naja. Darf ich jetzt auch vielleicht wieder was sagen? Okay, wir müssen hier Emotionen, Einstellungen und Essen, irgendwelche Symbole finden. Hinweise. Und wir haben einen Apfel dabei, wir haben eine Kokosnuss dabei und eine Banane. Banane macht ihn fröhlich, Kokosnuss traurig und den Apfel hat da irgendwo dabei gehabt, wo er müde wurde. Das sollten wir uns vielleicht mal merken, tun es aber trotzdem nicht, wie eh und je. Also, ich lasse ihn einfach mal weiter quatschen. Also jetzt wieder Ruhe bitte, damit der Opa erzählen kann. Ha! Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Eine lehrreiche Geschichte über meine Zeit bei den Tempelrittern. Leider fehlen mir noch wichtige Komponenten für meine Erinnerungsstütze. Wüsste ich doch nur, was die drei E's dieser Geschichte waren. Aber ich habe nur noch ein paar vage Sinnzusammenhänge parat. 4, um genau zu sein. Huch, Notizblock. Was heißt denn Notizblock? Tipp 1, Tipp 3. Jetzt können wir 4 Tipps abräumen. Aber was heißt Notizblock? Heißt das, wir sollen uns das notieren? Warte mal. Sekunde. Moment, jetzt. Mein Notizblock liegt natürlich genau unter der DVD-Hülle und den DVDs von Harveys Neue Augen. Wow, das fällt mir hier gerade ein bisschen durch die Gegend. Übrigens auch sehr schön ist die Anleitung. Die ist übrigens sehr witzig geschrieben. Kann ich ja an dieser Stelle mal, bevor ich den Notizblock hole, kann ich ja mal ganz kurz, was war denn da jetzt so witzig? Ach, da war alles witzig eigentlich. Unter den Lizenzvereinbarungen stehen zum Beispiel Buh langweilig und sowas. Wollte ich nur mal ganz kurz am Rande erwähnen. Ich lege das aber mal beiseite, jetzt auf die andere Seite. Ich muss mal den Schreibtisch aufräumen. So, und jetzt habe ich hier den Notizblock hier. Ich weiß nicht, ob man jetzt rascheln gehört hat. Und da habe ich jetzt den Kugelschreiber, der klingt dann so. Und da kann ich mir jetzt Notizen aufschreiben, sollte es denn dazu kommen. Da stehen gerade Minecraft-Notizen drin. Langsam jetzt mal hin, jetzt muss ich die Mausmatte nehmen, die ist da fest, das Mikrofon steht vor mir. Oh, ich habe keinen Platz. Egal, Tipp 1. Wie? Ja, ich glaube, ich habe auch ordentlich an der Anleitung, bei der Anleitung mitgeholfen. Leopardenmodus musste ich auf jeden Fall selber schreiben. So als Erinnerung an alte DTP-Zeiten, wo ich halt noch die Anleitung selber gemacht habe. Genau, das war noch, vor allen Dingen war das noch in der Zeit, als man Spiele hauptsächlich noch physisch kaufte und es halt eher exotisch war, dass man Spiele digital übers Netz bezog. Ja, das ist schon verrückt, oder? Wie die Zeit sich doch ändert, wie schnell sich die Zeit doch ändert. Und in 5 Jahren werden wir alle so, wie damals hat man was gemacht? Sich Sachen digital runtergeladen, statt sie halt direkt über den Digi-Ether in seinen Gehirnchip einzuspeisen? Was, auf dem Computer? Wer spielt denn noch im Sitzen? Wir stehen alle, spielen alle im Schweben, während wir in unserem Ether-Tank umherwobbeln, mit so ein paar Drähten verbunden. Wie kamen die Leute ins Internet, als es noch keine Computer gab? Genau. Ich erzähle viel zu wenig, oder? In dieser Folge kommen wir ja richtig voran. Es ist halt nur eine sehr langsame Stelle im Spiel, aber... Jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. So, da ist gerade das Sample im Hintergrund nochmal neu gestartet und Äpfelstärke habe ich jetzt.
Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Vor allen Dingen Bade ist ausgerastet bei dieser Geschichte. Er hat uns dazu gebracht, dass halt irgendwie diese ganzen logischen Rätselzusammenhänge noch halt irgendwie quasi eine optische Darstellung finden. Und deswegen gibt es nachher auch so eine Art Logikgitter, dass ich hier ausbilde. Dafür gibt es dann halt extra nochmal ein Tutorial, nur um zu erklären, wie halt irgendwie dieses Logik. Also, ist, wie gesagt, alles total überladen und überkomplex für das, was es halt eigentlich machen soll. Okay, heroische, ich muss noch mal ganz kurz, ich klicke noch mal drauf. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Heroisch gleich nicht traurig, Wut gleich keine Stärke. Ich schreibe gerade nebenbei mal auf. Warte, keine Stärke. So, Nummer 3. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Oh, schläfrig. Hey. Kokosnüsse gleich wach. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Okay, na, ich hoffe mal, das kriege ich noch irgendwie hin. Ich habe mir jetzt die Notizen erstmal hier schön aufgeschrieben und die lege ich jetzt mal da vorne hin. So, ihr seht das ja natürlich nicht. Wisch hier noch einen Krümel vom Mauspad und jetzt gehe ich mal zurück. Was heißt denn hier Notizblock? Und wo ist dein Zeigefinger, Polizist? Ich erkenne dich, du bist es. So, Erinnerungen. Nein, nein, keine Sorge. Ich habe deine Frage von vorhin nicht vergessen. Im Gegenteil. Ich bin dafür bekannt, mich immer an alles zu erinnern. Das verdanke ich einem kleinen Trick, den ich damals von einem alten chinesischen Maurer gelernt habe. Alles, was ich brauche, ist eine Gedächtnisstütze. Also Objekte, die mich an die drei E erinnern. Das erste E steht für Emotion. Das hat er ja doch schon. Es zeigt mir, ob ich in der Naja, meine Sudoku-Streams. Ich hätte auch irgendwie mal wieder Bock, ein Sudoku zu lösen im Stream. Aber ob ich dann noch jemals dazu komme, das war halt irgendwie, genau. Schon auch ein sehr nettes Format. Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Genau, unter dem Motto haben wir ein paar Mal eine Zeit lang wirklich sehr regelmäßig Sudokus gelöst hier. Schade, dass ich auch dazu nicht mehr komme. Das war wirklich ganz, ganz nice. Ich vermisse es ein bisschen. Situation traurig, fröhlich oder wütend war. Das zweite E. Also das, die hohe Kunst, und das sage ich halt aus aller tiefster Seele, Sudoku-Varianten. Und deswegen hier ein Shoutout an die an den YouTube-Kanal Cracking the Cryptic. Von denen habe ich halt, die haben eine App, wo man halt sich quasi digital diese ganzen Notizen, die man sich normalerweise klein mit einem Bleistift irgendwo an die Ecken von irgendwelchen Sudoku-Kästchen machen würde, wenn man halt ein normales Sudoku löst schon, haben sie in der App. Aber es gibt halt so eine Art Community, also die haben halt auch erstaunliche Aufrufzahlen und also die haben halt genau, also die Videos werden geguckt in der Größenordnung. Dankeschön. Also die Videos werden geguckt in der Größenordnung, die halt irgendwie Gronkh auf seinen besten Jahren sozusagen
möglicherweise in einem sehr kurzen, aber trotzdem immer noch in den Schatten gestellt haben, meine ich. Vielleicht irre ich mich da jetzt auch, aber die sind wirklich unfassbar populär, diese Sachen. Und diese Sudoku-Varianten sind halt auf Basis von Sudoku quasi so mit ein paar zusätzlichen kleinen Regeländerungen halt Rätsel, werden da Rätsel gestrickt, da brennt dir einfach die Hirnrinde durch. Und es macht halt irrsinnig Laune und du kannst halt Stunden damit verbringen und es wiederholt sich auch nichts und es ist halt höllisch interessant. Also das sage ich aus Game Designer Sicht. Also wenn ihr wie ich Spaß an logischen, also kleinen Logikrätseln und Minigames habt, guckt da mal rein. Und die lösen halt diese Rätsel in ihrem Kanal selber. Man kann halt erstmal das Rätsel selber lösen und sich dann nachträglich, also sind zwei Briten, nachträglich halt angucken, wie entweder Simon oder Mark halt diese, die halt beide irgendwie Sudoku-Meister sind von irgendwelchen, also ne, irgendwelche Preisgewinner in irgendwelchen Sudoku-Contests. Ja, und dann kann man sich halt nachträglich angucken, wie die das gelöst haben. Das machen die halt einfach so charmant mit so einem schönen, trockenen, britischen Humor und es ist halt irgendwie, das, ja, das ist wirklich ein sehr schönes Format. Guckt euch da rein. Genau, Wordle spielen die übrigens auch manchmal dort. Danke übrigens fürs Cheeren und fürs Steht für Einstellung. Es erinnert mich daran, ob ich die Situation durch Stärke, Heldenmut oder Schläfrigkeit überwunden habe. Das dritte E steht für Essen. Um mich zu erinnern, muss ich wissen, welches Obst ich an dem Tag gegessen habe. Die Vitamine sind gut für die... Leber. Okay, wir haben drei E's und wir haben eine Geschichte und wir haben drei Früchte und wir müssen gucken, in welcher Reihenfolge, ich vermute es einfach mal, wir die Früchte dort auf diese beiden, dort auf diese drei Podeste platzieren. Ich kann dir nochmal nachfragen, Gedächtnisstütze? Habe ich dir schon von meiner Gedächtnisstütze erzählt? Nein. Ich glaube nicht. Nein, nein. Alles, was ich brauche, sind drei Objekte, die mich an die entsprechende Situation erinnern. Genauer gesagt, an die drei E. Emotion, Einstellung und Essen. Beantwortet das deine... Ich muss nebenbei nochmal mitschreiben. Warte mal. Habe ich dir schon von meiner Gedächtnisstütze erzählt? Nein. Ich glaube nicht. Alles, was ich brauche, sind drei Objekte, die mich an die entsprechende Situation erinnern. Genauer gesagt, an die drei E. Emotion, Einstellung und Essen. Beantwortet das deine... Okay. Ich frage nochmal nach den drei E aus und dann nochmal ganz kurz die Hinweise. Moment. Was ist, Täubchen? Hast du deine Frage vergessen? Ein kleiner Tipp. Versuch dich einfach an die drei E zu erinnern. Das erste E steht für Emotion. Es zeigt mir, ob ich in der Situation traurig, fröhlich oder wütend war. Das zweite E steht für Einstellung. Es erinnert mich daran, ob ich die Situation durch Stärke, Heldenmut oder Schläfrigkeit überwunden habe. Das dritte E steht für Essen. Um mich zu erinnern, muss ich wissen, welches Obst ich an dem Tag gegessen habe. Schnitzel. Ist gesund, sind viele Vitamine drin. Okay, die Hinweise, das mache ich mal später, damit ich das jetzt nicht in Länge ziehe. Da werde ich mir einfach später das Let's Play nochmal angucken und dann miträtseln. Das heißt, ich spiele nicht nach Lösung und übrigens spiele ich auch komplett blind, also blind, also sonst was, weil ich habe ja weder Edna bricht aus, noch Harbys neue Augen bisher gespielt. Und ich würde gerne im Anschluss an Harbys neue Augen, würde ich auch direkt gerne Edna bricht aus spielen. Das mache ich dann mal per Umfrage, das müsst ihr dann entscheiden. Und jetzt erstmal wollen wir uns dem Spielchen hier widmen. Entschuldigung.
und laufen erstmal ein bisschen durch die Gegend. Ich habe mich gerade ein bisschen gelangweilt, das tut mir leid. Ich habe gelenkt, ich habe ein bisschen Musik gemacht. Wir können uns nicht als Schwan. Ich dachte, es wird vielleicht was draus. Vielleicht, wenn man dem kleinen Beat halt unter den Kreis legt. Aber ich habe natürlich hier keinen Einfluss darauf, in welchem Rhythmus er spricht und so weiter. Das ist ein bisschen schwierig. Ich könnte ganz versuchen, das Ganze zu samplen, aber ich kenne mich noch nicht gut genug damit aus, um das jetzt halt hier irgendwie so schnell reproduzierbar hinzubekommen. Binder ausweisen, aber wir können Obst hier theoretisch platzieren. Aber das rätseln wir später mal durch. Notizblock. Oh. Genau, das alles ist... nein, 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 nein. Für dieses eine kleine Rätsel, ey. Oh. Fülle zunächst das Gitter mit Hilfe der ersten drei Tipps aus. Und ich schreibe hier nebenbei auf den Zettel, weil ich dachte, das Notiz. Das war ja, man muss auch sagen, Harveys neue Augen ist ja trotzdem noch ein, so im Bereich meiner Spielekarriere relativ am Anfang. Also es ist halt, zählt ja quasi noch als Frühwerk, so in die erste Hälfte. So. Und die zweite Hälfte besteht fast ausschließlich aus Deponia. Was? Ich vermute, du hast nicht bei dem kommenden Deponia mitmachen können dürfen. Ich habe da nicht mitgemacht, nein. Ich mache da nicht mit. Ich habe damit nichts zu tun, dass, wenn das die Frage ist. Das mit dem Bootshaus, da haben wir zusammen gerappt spontan. Oh Gott, das erinnere ich gar nicht mehr. Es kommt ein Survival-Game Deponia. Surviving Deponia heißt es. Und es wird kein Point-and-Click-Adventure, es wird ein Surviving-Game, das halt in der Welt von Deponia spielt. Aber wie gesagt, damit habe ich nichts zu tun. Dingens, da heißt er Dingensen und so. Mit Äpfeln. Das hier ist ein Apfel, nehme ich an. Das ist eine Kokosnuss, das ist eine Banane. Und das hier ist ein Elch, das ist ein Igel, das ist Mickey Maus. Und hier nochmal. Fülle zunächst das Gitter mit Hilfe der ersten drei Tipps aus. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Denn nur sie verhalten mir immer zu großer Stärke. Mit Äpfeln war er immer fröhlich. Nee, warte mal, er war niemals traurig. Machen wir erstmal niemals Das ist ja wütend. Huch. Nein, jetzt hier. So. Er war niemals traurig, denn nur sie verhalfen ihm immer zu Stärke. Was ist denn hier Stärke? Hallo, Hilfe. Wut, Stärke, schläfrig. Nicht gemerkt, ne? Ist das hier Wut? Ist das hier Stärke? Ist das hier schläfrig? Hallo, Hilfe. Ich brauche Tipp. Ich brauche einen Tipp. Stärke? Wie mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Ja. Denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Das ist ja hervorragend. Heroische Taten. Wenn ich jetzt wüsste, heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Heroische, was heißt denn das hier? Das ist, mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Wut. Kokosnüsse bewahrt mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Hier haben wir Kokosnüsse und ist das Habe ich das damals echt schon dieses, denk dir dazu einfach deine eigene Musik, habe ich das damals schon gemacht? Ach du meine Güte. Das habe ich mir irgendwann, habe ich meine Freunde, mit denen ich zusammen auf der Fusion war. Ich war mit, waren halt echt eine sehr, sehr coole Gruppe. Anne war mit dabei,
natürlich, es war der Tammo, der häufiger mal auf irgendwelchen von unseren Alben singt. Der hat unter anderem zu dem Song Farben, hat er das mit seinem Mund das Feuerwerk improvisiert. Er singt hier, das, wenn ich gleich irgendwann eine Pause brauche, eine kurze, dann stelle ich euch das einmal an. Da ist nämlich auch René zu sehen. Er spielt eine sehr große Rolle, aber auch Tammo. Tammo ist, genau, der hat die eine Stimme in unserem Song Alles verkomplizieren. Das war unsere letzte Single vom letzten Album. Änderung vorbehalten. Und dort hat er halt mitgesungen und ist entsprechend auch im Video zu sehen. Und René, also mein Mid-Game-Designer, der sich dieses Rätsel hier ausgedacht hat, der ist dort mal nicht hinter der Kamera zugegen. Der hilft mir ja sehr häufig, wenn ich irgendwas videomäßig zu drehen habe, weil ich ihn halt auch so kennengelernt habe, quasi als Teil der Kurzfilm-Community, an die ich kurzzeitig angeschlossen war, als ich noch vor Gründung von The Delic Kurzfilme gemacht habe. Und da habe ich René kennengelernt als Community-Mensch und habe ihn als Freund-Mensch in meinem Leben behalten. Und dann später ihn als Game-Design-Mensch in die Firma geholt. Und da hat er sich solche Sachen wie das hier einfallen lassen. So. Wie ich ihn aber lange Jahre nicht kennengelernt habe, ist als Darsteller-Mensch. Und das tut er, außer eben als Selbstdarsteller-Mensch hier und da, wenn wir mal irgendwelche Making-ofs oder so einen vom Leder gelassen haben und erzählt haben, wie zum Beispiel Deponia Doomsday entstanden ist. So. Aber bei unserem Musikvideo Alles verkomplizieren, da schlüpft er in eins von Ludus genialen Kostümen und spielt halt neben Lulu, also die beiden spielen zusammen quasi diese so Elefanten, lebende Elefantenstatuen. Ist das verständlich? Ja. Und das gucken wir uns gleich mal an, oder guckt ihr euch gleich mal an. Ich stelle das hier gleich mal an, wenn ich kurz einmal meine Lunge, mir zukünftige Lungenleiden anatme. Genau. Was wollte ich sagen? Wie bin ich jetzt auf Tammo gekommen? Ach so, genau. Der mit dem und also der war Teil dieser Gruppe, mit dem ich auf der Fusion war. Und ich bin selbst halt kein so großer Fan, lange Zeit nicht gewesen zumindest, von elektronischer Musik. Und vor allen Dingen bin ich halt nicht so dieser Techno und Raver, also war ich noch nie. Also in den 90ern schon nicht, konnte ich nichts mit Techno anfangen und und auch später halt irgendwie so Rave, House und dieses ganze Clubben-Gegehe, wo es halt die ganze Zeit nur darum geht, um auf stundenlang auf demselben Rhythmus im Prinzip irgendwie sich irgendwie zu bewegen und in Trance zu tanzen, ohne so richtig zu merken, wo hört der eine Song auf und wo beginnt der nächste. Das ist halt irgendwie einfach nicht meine Art und Weise, Musik zu konsumieren. Trotzdem war ich sehr gerne auf der Fusion, aber ich habe dann halt immer die Leute, die halt so richtig begeisterte, ich sag jetzt mal, um es zu verkürzen, also die begeisterten Raver in unserer Gruppe, die halt natürlich in der Mehrheit waren, ist man denn sonst auf der Fusion? so. Die habe ich immer damit aufgezogen, dass ich halt immer zu jedem Rave gesagt habe, ah, guck mal, hier passt der Text auch. Denk dir dazu einfach deine eigene Musik. Der passt nämlich zu jedem einzelnen, zu jedem Elektronik-Song jemals, zu jedem Techno- und Rave-Song.
und ich kann es beweisen. Denk dir dazu einfach deine eigene Musik. Guck mal, auch zu dem, was ich hier eben aufgenommen habe. Denk dir dazu einfach deine... Warte mal, ich muss erst mal den Rhythmus finden. Denk dir dazu einfach deine eigene Musik. Denk dir dazu einfach deine eigene Musik. Denk dir dazu einfach deine eigene Musik. Eigene Musik, eigene Musik. Every Electro Song ever, every Electro Song ever. Siehst du? Geht auch. Der passt einfach immer. Okay, jetzt habt ihr... Oh, geht... Was läuft denn? Wie, das klippt jemand. Geht mir, läuft einfach so ein Schwall Rotze aus der Nase. Warum? Ohne dass ich es... Geht! Entschuldigung. Habt ihr das auch gesehen? Wie, das klippt jemand. Dann den verklage ich auf... ist das ekelig. Wo kommt das denn her, ey? Ob ich gerade an irgendwie an einer ekligen Krankheit erkrankt bin, an irgendeiner tödlichen. Ich muss, glaube ich, das T-Shirt wechseln. Das ist mir noch nie passiert. Einfach so. Es kommt einfach so. Ist es rausgefallen. Schwallmäßig. Weiß zufällig jemand was darüber? Ist ein Arzt im Publikum? Schnodderitis. Ich meine, ernst. Ich mache mir jetzt echt Sorgen. Ich bin ja so ein. Auch so ein ich habe so Ansätze von, ist nicht so schlimm, aber ich habe auch so Ansätze vom Hypochondern so, ne? Und ich denke jetzt so, möglicherweise ist das halt irgendwie das erste Stadium der Gehirnverflüssigung oder so. Das ist ja ekelig. Oh Mann. Ich mache mir jetzt Sorgen um mich. Ernsthafte Sorgen. Patient 0 von The Last of Us, genau. So hat jede zweite Zombie-Apokalypse beginnt doch genau so. Fließschnupfen. So. Dr. Chat weiß alles. Das Gehirn war doch schon flüssig. Ist ein Arsch im Chat anwesend? Ja, aber toll, dass ihr euch so schön Sorgen um mich macht, dass ihr die Frage nicht sinnvoll... es könnte jetzt wirklich sein, dass ich hier vor laufender Kamera degeneriere, also noch schlimmer als ohnehin schon. Google sagt Krebs, eindeutig. Dankeschön. Ja, der Verfall. Hast du Schmerzen? Nur wenn ich lache. Nee, ich habe keine Schmerzen. Ist immer noch Dr. Vakarana, was? Ein plötzlicher Fließschnupfen kann eine Reaktion auf verschiedene Allergien sein. Ich habe tatsächlich, ich bin ja Allergiker, ne? Ich habe sowas wie Nussallergien, aber auch Pollenallergien, aber wenn hier draußen jetzt was blüht, dann muss ich sagen, Respekt. Staubig ist es ja auch nicht sonderlich. Schneepollen, ja. Eine Technoallergie, ja. Vielleicht war es auch psychosomatisch, dass ich halt irgendwie, dass mich die Erinnerung an die Fusion halt irgendwie, naja. Gut. Jetzt die Frage, ich muss glaube ich wirklich langsam mal, wie lange dieses Rätsel hier noch dauert. Kriegt Erik das? Ich habe keine Erinnerung mehr. Ich habe ja irgendwann mal in meiner frühen Kindheit dieses Let's Play auch selber geguckt. Aber ich weiß halt nicht mehr, wie lange Erik tatsächlich für dieses Rätsel hier gebraucht hat. Niedrigkeit? Ich weiß es nicht. Äpfeln, große Stärke. Mach ich mal hier. Und mit Wut im Bauch. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhelfen mir immer zu großer Stärke. Äpfel, niemals traurig. Wenn das Stärke ist, dann Stärke. Kokosnüsse bewahrt mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit, wenn das Schläfrigkeit ist. Das ist nicht Schläfrigkeit. Oder ist das Schläfrigkeit? Das ist Stärke. Ich nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Warum sollte ein Igel Stärke sein?
das ist die Trauer. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen. Aber was sind hier die heroischen Taten, an denen ich nicht traurig war? Ja, aber das war, ich glaube, ich weiß es nicht. Um diesen ich Teil zu lösen. Ich zunächst das Gitter mit Hilfe der ersten drei Tipps aus und dann kommt hier ein vierter Tipp. Ach so. Man muss ja hier, um die aufzulösen, muss man ja erstmal quasi die Banner irgendwie zu Ende gestrickt haben, oder? Ich meine, das, natürlich kann man das auch vorher lösen, wenn man das einigermaßen assoziatives Verständnis hat. Hat nicht jeder, Erik. Keine Sorge. Das ist keine Grundvoraussetzung, um irgendwie ein glückliches Leben zu führen. Das aber ich auch das haut schon nicht hin. Weißt du, du brauchst ja eigentlich diese Tipps nicht, um dieses Gitter auszufüllen und so. Also, aber eben so vollständig eindeutig ist es eben nicht, dass man es halt ohne diese Tipps halt irgendwie mit gutem Gewissen lösen kann. Man kriegt es halt irgendwie gelöst. Das ist irgendwie schon nicht die hohe Kunst des Game Designs. Das hätte ich später mal vielleicht mal anders gemacht. Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Wut? Ja, und ich glaube, die meisten, die werden es halt hier gelöst haben, irgendwie das Rätsel, und dann sich nachträglich halt diese Tipps quasi aus dem aus Brigittes Stickereikurs da abgeholt haben. Oder wie auch immer. Stärke. Dann sind das hier keine heroischen Taten, sondern vielleicht das hier. Oder das hier? Ich weiß es doch nicht. Ich muss ja wirklich raten, weil ich nicht weiß, was diese Dinger hier symbolisieren. Und der Opa sagt aber auch nichts. Vielleicht kann man dem das Auge ausstechen, aber der redet trotzdem nicht. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Wut im Bauch, Stärke, wenn das Stärke ist. Heldentaten, oder ist das hier Stärke? Sollen das Muskeln sein? Mit Wut im Bauch konnte ich nie Stärke beweisen. Dann ist das mit den Kokosnüssen aber auch falsch. Schläfrigkeit? Ich weiß es nicht. Ich werde langsam auch schläfrig. Schläfrigkeit müsste ja eigentlich eine... Ist das nicht eine Emotion? Oder nee, Quatsch. Schläfrigkeit ist ja keine Emotion, das ist ja ein Zustand. Ein dauerhafter Zustand. Das ist ja, wenn ich morgens aufstehe, bin ich einfach schläfrig und gehe wieder ins Bett. Nee, tja. Ich lass das erstmal. Huch. Hä, was? Wie? Wollte ich gar nicht. Ich wollte das für später aufbewahren. Okay, Bananen. Bananen machen glücklich. Nee, Bananen machen nicht glücklich. Bananen machen traurig. Äpfel machen glücklich. Kokosnüsse machen wütend. Ein Hirschenigel und Mickey Maus. Ein Hirsch ist ein Igel. Was ist denn ein Igel? Wütend? Nee, kann ich nicht sagen. Naja, an diesem einen speziellen Tag, an dem ich... Das ist ja schade, dass ich das jetzt automatisch gelöst habe. Das wollte ich gar nicht. Also tut mir wirklich leid. Ich wollte das einfach für später machen. Naja, an diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel. Da war er nicht fröhlich wegen des Apfels, noch wütend... Huch! Noch wütend über eine Banane. Bananen machen ihn wütend, wobei... Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Mhm. So. Okay, ja, das ist ja schon mal super. Safe. Tja, wie kann ich denn zurück? Das jetzt safen noch gleich? Ich hab das doch irgendwann. Jetzt bin mal ich überfordert. Ich komme aber jedes Mal wieder zurück in den Notizblock. An diesem Tag war ich weder fröhlich über einen Apfel noch wütend über eine Banane. Eins. Später. Ich gucke mir das später nochmal in Ruhe an. Und jetzt laufen wir erstmal ein bisschen durch die Gegend und gucken uns erstmal ein bisschen alles an, bevor wir uns jetzt in die Rätsel stürzen. Hallo? Vitrine. Ja, ich weiß einfach nicht, wie ich das mache. Ich wollte eben versuchen, Erik zu samplen hier. Bemühungen vergebens. Nur die oberen Wie kriege ich das hin, dass ich ihn samplen kann? Könnte die Vitrine öffnen. Naja, das mit dem Vergebens kannst du jetzt aber auch nicht so sagen, lieber Erzähler. Die Vitrine war wie immer verschlossen. Gut, das kannst du hingegen schon sagen. Ich wollte aber nur mal einen Blick reinwerfen.
Hallo, ich bin Adlermodel. Adlermodel. Okay, ich muss einmal kurz eine Pause machen. Und wie versprochen, zeige ich euch jetzt währenddessen, Moment, um euch die Zeit zu versüßen, sozusagen, springe ich hier einmal Michael Kessler ist. Nicht Michael Kessler ist. Ich wollte. Ah, bonsoir. Wen haben wir denn da? Ihr TikTok-Game ist. Naja, halt die Schnauze. So, wollte ich einmal hier in alles verkomplizieren euch reinschmeißen, aber damit das nicht einfach so ins Nirvana endet, habe ich doch hier irgendwo eine quasi so eine Art Streaming-Playlist. Hier. Da kann ich das reinschmeißen. Na, komm. Genau, dann läuft das danach nicht ins Leere. Genau, das hört ihr gleich. Und das seht ihr auch gleich. Während ich... So, die Frage ist, muss das groß oder muss es klein? Ich sehe es noch nicht. Hier. Groß ist zu groß. Dann ist klein richtig, ne? So, ja, das passt. Okay, das ist das Musikvideo, wo Lulu, René und Tammo mitspielen. Tammo als Teil der Band und René und Lulu unter anderem als Darsteller. Die sitzen hier schon auf der Bank. Viel Spaß und ich gehe einmal kurz in die Pause und entsprechend muss ich aber erstmal hier mein alter Ego, mein Pausenalter Ego einmal einschalten. So, ich bin sofort wieder da, 5 Minuten, länger dauert's nicht. Tschüss! Deine Blicke zu erwidern fällt nicht leicht. Es ist ein Leistungssport. Vielleicht fehlt mir die Kraft oder der Mut, mich nicht zu wehren. Doch zwischen Träumen und Vernunft klafft eine Kluft aus noch mehr Vernunft. Und es fällt immer schwerer, mal einen Fehler zu begehen. Denn wer weiß schon, was er will? Ich weiß zumindest, was ich hab. Ich weiß auch, wie es ist, etwas zu verlieren. Es könnte
der Stunden um kein Feuer zu riskieren. Es könnte alles helfen. Alles helfen. Es würde alles verkomplizieren. Jetzt hat das Ding nachher doch gestoppt. Zum Glück bin ich gerade wiedergekommen. Just chatting. Da. Und natürlich ist auch Gunnar da. Genau. Ja. Ach, jetzt fängt das nächste Video an. Das ist auch eine schöne Version. Du brauchst etwas Trosten, du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Oh, warte mal. Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Gnade und Faden da. Wären wir gleich an, das wird's wieder zusammen. Es lässt sich alles nicht schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schrammen. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken, wobei ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Und bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren, die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren, an deinen Ekensten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei.
Doch auch wenn es zu klein, tapferes Schneiderlein, dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Nein, nein. Oh, schön. Das war übrigens eine, oh, eine Version von, der Kanal heißt The Macification. Mac. Markus Mac Röckendorf hat diese schöne Coverversion aufgenommen, damals, zu Zeiten des Cover-Contests. Das war noch vor 12 Jahren. Vor 12 Jahren hat er das gemacht. Okay. Ich muss jetzt hier einmal wieder umstöpseln, weil sonst haben wir wieder immer dieses störende Rauschgeräusch. Rauschgeräusch. So, und da bin ich auch wieder. Schicki-schicki. Das hat unerhört viel Spaß gemacht gerade. Wollte ich eigentlich gar nicht, war nicht geplant. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Musikvideo zu Alles verkomplizieren. Wie hat es euch so gefallen? Schreibt mal kurz. Gunnar hört viel Spaß. Schreibt mal kurz. Sehr schön. Okay, freut mich. So. Machen wir dann einfach weiter? Genau, machen wir, oder? Ja, und um nochmal kurz auszuholen. Das haben wir ja quasi als unser letztes Musikvideo. Aufgenommen. Ich gehe mal kurz hier nochmal ins Video rein, um den großartigen René nochmal abzufeiern. Das hier hinten ist übrigens der Henne, bei dem waren wir ja gestern und vorgestern im Studio und haben jetzt 2 neue Songs aufgenommen. Hier im Hintergrund sieht man auch das Studio. Zu unserem letzten Album durften wir das halt quasi einweihen. Ein richtig, richtig schmuckes Studio. Über den Dächern von Hamburg. Renés Performance ist halt 1-1-A. Doppelplus mit mehreren Sternchen. Genau. Also ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Ich glaube ehrlich gesagt, ich hätte mich gar nicht getraut, ihn zu fragen, ob er Lust hat, den die Elefantenstatue zu spielen. Und irgendwie war aber in einem Gespräch dabei, als es darum geht, wie wir den wohl besetzen. Und er hat das mehr oder weniger angeboten. Da war ich halt sehr überrascht von ihm. Weil ich ihm nicht zugetraut hätte, ganz im Gegenteil, sondern weil ich einfach dachte, der macht sich halt so, der hat ja sehr viel Erfahrung im Filmbereich und macht sich immer so gern über Schauspieler lustig. Hat halt auch schon mit mehreren deutschen Schauspielgrößen zusammengearbeitet am Set und hat so ein Issue mit Schauspielern. Naja, irgendwie hat er aber trotzdem Bock. Jetzt zeige ich nochmal kurz den Tammo. Hier unten ist er. Der hat mitgesungen, schon sehr häufig bei uns. Übrigens ebenfalls ehemaliger Game Designer, aber nee, darüber habe ich ihn nicht kennengelernt.
Ich weiß gar nicht, also er ist programmiert halt, ich glaube, sein jetziger Job hat halt nichts mit Spielen zu tun, aber genau, auch ein sehr begabter Programmierer vor allen Dingen und quasi aus der Branche. Weswegen habe ich denn vorhin über Tammo erzählt? Ach so, wegen der Fusion. Da war er mit uns zusammen. Genau. Aber vor allen Dingen eben auch ein so jemand von der Sorte, wo man instant merkt, der hat einen krass guten Musikgeschmack. Der holt halt, kann halt auch vor allen Dingen, ist Multi-Instrumentalist auch selber, kann halt selber sehr gut Musik machen. Also auch so instant zweite Stimmen zu irgendwas dazu entwickeln. Und da fühlt man sich schon gebaucht pindelt. Der war halt von Anfang an, war der Teil unseres Tresenlesen-Publikums. Also ich habe ja, das Tresenlesen habe ich in dem halben Jahr, als ich bei DTP gearbeitet habe, vor Gründung von Dedelic, habe ich damit angefangen, hier auf dem Kiez in Hamburg bei einer sehr regelmäßigen Veranstaltungsreihe namens Tresenlesen Musik zu machen. Und darüber habe ich dann meine Bandkollegen Gunnar und Anne, hier sieht man Gunnars Hände hier oben und Anne sieht man zum Beispiel hier. hier ist auch nochmal Gunnar, quasi mitten in seiner Bewegung. Genau, da haben wir uns als Band zusammen formiert. Also Gunnar war natürlich jahrelang Illustrator und Animator bei Dedelic, also auch einer unserer Mitarbeiter, der, wenn nicht ersten, dann doch mindestens der zweiten Stunde, den habe ich halt schon für A New Beginning angefragt und seine erste Arbeit war halt so eine Testanimation für ein Walk von Ben Svensson aus A New Beginning. Und er war der Grafik-Lead auf Harveys Neue Augen. Wobei ich ja, wie gesagt, schon sehr viel auch selber gemacht habe bei Harveys Neue Augen, die ganzen Hintergründe und eben die Keyposen. Aber Gunnar hat halt die ganzen Animatoren angeleitet und sehr viel auch selbst animiert. Genau, jetzt macht er mit uns zusammen Musik und ist auch sehr viel am Sprechen, aber auch eben am Sprachregie führen. Er macht das, was ich eigentlich bei eine der Arbeiten, die ich in meiner Zeit als Spieleentwickler am meisten genossen habe, und zwar die Tonregie. Die macht er für teilweise sehr große Projekte im Auftrage von Periscope, die nicht mehr Periscope heißen. So, das wollte ich noch erzählen, so als Hintergrundinfo. Damit ihr euch nochmal hier diese Persönlichkeiten, genau, und das hier ist bla 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 bla. Hier steht übrigens auch, auch wieder Chris, der mich nach Hause gefahren hat nach dieser Nähmaschinengeschichte hinter der Kamera. Und hier steht Lulu mal komplett vor der Kamera, wenn auch kaum zu erkennen, weil sie eines ihrer selbstgebastelten Kostüme, diese Kostüme sind von Lulu gemacht, ne? Die Cosplayerin, die halt auch schon auf Messen sehr für ihre Dedelic Cosplays aufgefallen, durch ihre Cosplays aufgefallen ist. So. Und im letzten Stream haben wir über sie auch ein bisschen gesprochen, deswegen wollte ich das auch nochmal zeigen. So, jetzt bin ich aber wieder zurück. Wie steht eigentlich die Chance, dass es irgendwann mal eine musikalische Kollaboration mit Alligator gibt? Ja, also an uns soll es nicht liegen. Wenn er uns fragt, dann sage ich ja. Entsprechend, genau. Könnt ihr ruhig bei ihm auf der Seite mal platzieren. Macht doch mal was zusammen mit BBP. Macht doch was zusammen mit Poki. Wenn da genügend Leute nerven, keine Ahnung. Hat das wahrscheinlich auch keinen Effekt. So. Habe ich noch irgendwelche Fragen verpasst? Nö.
Dann können wir nämlich auch wieder zurück in den... Da ist doch dieser Rentnerkatalog, wo es immer diese Rentnermoden gibt. Ja, da werden immer Models gesucht, ab 70 immer fröhlich knackig rein. Für Unterwäsche und so. Die Tiermotive waren für Lilly tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Ach Mensch, die arme Lilly. Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Entschuldigung! Blöde Pute, auch du musst sterben! Birgit. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht... Birgit wird natürlich von der Petra-Sprecherin gesprochen, ne? Aber es ist wahrscheinlich keine so krasse Hintergrundinfo. Die Lieblings... Und ja, eine Kollaboration mit Bela B. wäre natürlich auch in unserem Interesse. Nicht so sehr eine Collab mit Bleb. Entschuldigung. Autovervollständigung, ich weiß ja. Und manchmal sind auch, genau, die Finger langsamer als der Kopf beim Schreiben. Aber Bleb finde ich auch interessant. Eine Collab mit Bleb. Bleb auch. Aber Bela B., ja. Das wurde mir sehr häufig nachgesagt, dass ich klinge wie Bela B. Jetzt gehe ich doch nochmal. Deswegen haben wir das Spiel jetzt aber nicht durch, weil ich, aber ich spiele es jetzt wenigstens einmal kurz an, weil es vielleicht noch nicht jeder kennt. Das ist halt quasi ein Projekt, das wir halt so nebenbei mal in Heimarbeit, also dafür waren wir nicht im Studio, das haben wir halt hier am eigenen Rechner aufgenommen und haben auch dazu ein kleines Musikvideo gemacht, weil es halt überhand nahm, dass Leute mir nachgesagt haben, ich klinge wie Bela B. Und das sieht folgendermaßen aus. Moment. Will ich nun sein, geraume Zeit, auch Musik. Offener Brief an Bela B. Nee, warte. Ich spring mal in den Refrain. Offener Brief an Bela B. Ich finde es nicht okay, dass sie keinen Finger rühren und diesen Stoß zu demontieren. Offener Brief an Bela B. Ich klinge nicht wie sie. Sie sollten sich was schämen, dass sie dazu nicht Stellung nehmen. So. Das muss jetzt erstmal reichen für diesen Sachverhalt. Das könnt ihr euch ja nachher alle selbst mal zusammen. Genau. Jeder, der es interessiert, der kann es sich selber auf unserem YouTube-Kanal angucken. So. Mein Mann hat eben auch gesagt, ist das Bela B, obwohl er dich eigentlich auch Spiel und Gesang, okay. Collab mit Cowboy Dodo, ja. Das, genau. Mit Smudo zusammenarbeiten, das war halt auch so ein kleiner Kindheitstraum von mir. Hab sehr viel Fanta 4 gehört in meiner Jugend. Sowieso deutschsprachigen Hip-Hop habe ich sehr gerne gehört, bevor deutschsprachiger Hip-Hop Kacke wurde und halt irgendwie versucht hat, so Gangster-Rap aus den USA nachzumachen. Zu meiner Zeit hat man sich darüber noch lustig gemacht. Da gab es das Rödelheim-Hartreim-Projekt. Die waren die Ersten, die gedacht haben, Rap muss halt hart und so aus dem Untergrund kommen. Und es war aber so unfreiwillig komisch, weil die halt irgendwie alle aus Hessen kommen, wo es halt einfach so irgendwie, wo es halt einfach nicht so glaubwürdig kam, dass die halt irgendwie so super hart drauf waren. So. Und da haben wir uns damals noch drüber lustig gemacht und dann kam halt irgendwie Agro Berlin und heute ist es halt, wenn du deutschen Rap hörst, dann genau, dann ist man sofort im Ghetto verortet. Aber ich mochte halt irgendwie Hamburger Schule Rap, also so Fischmob und Fünf Sterne Deluxe und die absoluten Beginner. Einer der absoluten Beginner aus der Frühphase, der vierte, der die Band verlassen hat, bevor sie berühmt wurden, ist ja übrigens einer der, arbeitete bei The Delic noch bis zuletzt.
der Martin, Platin-Martin, ist ein Dedalianer geworden. Der war in den allerfrühesten Sachen von den absoluten Beginnern, hat er noch mit gerappt sogar, ne? War einer der Frontleute. Der ist derjenige, der gemeint ist, wenn Jan Delay rappt, nur Martin wird zu viel. Oder so. Genau. Also schönen Gruß Martin. Falls du guckt wahrscheinlich nicht zu, aber. Jo. Ich gehe mal wieder zurück ins Spiel. Wir wollen ja das Spiel spielen und nicht irgendwelche anderen. Schülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm. Natürlich wollen wir das nicht spielen. Wir wollen zugucken, wie Erik das spielt. In der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich alle. Können wir ihr nicht irgendwie so ein Tiermotiv an den Kopf sticken, bitte? Oder vielleicht, weiß ich nicht, quer durchs Gehirn einfach mal irgendwas? Pfadfinderabzeichen, das brauchen wir doch, um an die Pfadfindertruhe zu kommen. Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Ersticken. Ruhe jetzt! Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt! Jetzt ist sie futsch. Danke. Ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Okay, wir sollen also ins Büro der Oberin. Wurde uns gerade aufgetragen, habe ich genau gehört. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Ah. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Ah. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Ah, ach Birgit. Du lustige, Frau Schrohwange, damals auch schon ehrgeizig bis unter den Kropf. Und zumindest wissen wir jetzt, was uns da vorhin beim Rätsel gefehlt hat. Die Tiere symbolisieren also Eigenschaften, das hätte ich mal mit... Ja, also das, so weit ist er ja auch schon selber gekommen. Das ist halt so ein bisschen so ein Backtracking-Problem, ne? Wenn man halt die Aufgabenstellung und dann kann man sie schon versuchen zu lösen, hat aber noch nicht die nötigen Infos. Game Design technisch. Ich bin damit nicht so einverstanden, was wir damals da an der Stelle gemacht haben. Hätte man besser machen können irgendwie. Fragt mich nicht wie, aber irgendwie. Schreiben sollen, mache ich aber später, beziehungsweise während ich mir hier meine eigenen Let's Play-Folgen angucke, kombiniere ich da ein bisschen Columbo-mäßig vor mich hin, rauche meine Zigarre in meinem Lottermantel und erzähle irgendwelchen Leuten, dass ich da noch eine Idee habe. So, jetzt aber erstmal hier sticken. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. vielleicht aber schon. Oh. Wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Programmer. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Tja, na gut, dann haben wir hier alles beendet.
Und das mit den Lungenbläschen, das kriegen wir auch noch hin, liebe Birgit. Ne, beste Freundin und so, da kann man mal so ein Lungenbläschen springen lassen. Können wir hier noch irgendwas machen, aus dem Fenster gucken? Ne, Leertaste möchte ich nicht drücken. Hier irgendwie Vitrine. Tja, da müssen wir erstmal rausfinden, welches Tier sie jetzt sticken soll. Hier gibt's erstmal nichts zu tun. Die Knallfrösche, kommen wir da ran? So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Ja, ja, ich verstehe schon. Dankeschön. Wir haben ein Glas mit Meerschweinchen. Wer wollte noch mal ein Glas? Ah, ich weiß, wer ein Glas haben wollte. Und wir müssen ja eh noch mal in die Kantine und fragen, welches Motiv sie gerne hätte. Trödel nicht rum. Fütter die Katze. Und vergiss nicht, Birgit zu erinnern, die Stickerei fertig zu machen. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Selbstbeherrschung ist wichtig! Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Na gut, ein Tier haben wir trotzdem noch nicht, aber ich probiere mal gerade vielleicht das Glas. Mal gucken, ob das klappt. Die muss ja was aufschrauben immer. Jetzt schlägt's aber Ding-Dong. Hab ich dir nicht schon tausendmal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na warte, ich... Jetzt schlägt's aber Ding-Dong. Benutzen wir tatsächlich noch relativ häufig auch hier. Nochmal zum Thema Eindruck auf die Sprache. Das hat uns selbst hier erwischt. Jetzt schlägt's aber Ding-Dong. Das sagen wir hier tatsächlich noch relativ häufig. Selbstbeherrschung ist wichtig. Das soll er haben. Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Na, danke. Das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Oh, ja. Also hier die liebe Doris. Ach, ich finde die so süß einfach. Die will ich später mal heiraten, glaube ich. Das Meerschweinchen war wohl ist dann doch müde. Anders gekommen. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Ach, bestimmt. Die Flüssigkeit roch wie Doris aus dem Mund. Oder wie der Tankstöpsel des Rasenmähers, mit dem Lilly so gerne spielte. Glas mit Alkohol. Für die Oberin zählten nur Resultate. Warum sollte Lilly sie also mit Zwischenergebnissen belästigen? Na hier, Glas mit Alkohol, mal schön einpicheln. Das tut der Oberin mal ganz gut, glaube ich. Kann sie mal die Kutte tanzen lassen. So, die Rüpel sind weg. In der Kapelle gibt's da was Neues. Das Kreuz steht immer noch. Können wir vielleicht, Was soll ich denn damit, wenn du mir unbedingt helfen willst? Dann entschlüssele die Symbole auf den Bodenplatten. Ich glaube, ich bohre an der falschen Stelle. Kennst du nicht jemanden, der sich mit Geschichte auskennt? Du bohrst ja nicht mal auf den Bodenplatten, du bohrst ja daneben, du Eumel. Halterung. Nur mal so rumprobieren. Lilly musste beichten, dass sie mal wieder... Ja. Oder vielleicht ein Sprengzünder. Lilly musste beichten... Na gut, vielleicht auch nicht. Ach komm. Irre. Tja, nun also, in den Schlafsaal, zum Brunnen, ins Treppenhaus. Was kann man denn da mal machen vielleicht? Huch. Kronleuchter Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Nun, ach fröhlich, traurig, wütend, sieh mal eine an. In jeder Maske gab es zwei winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Finger passten hinein. Wir brauchen einen Schraubenzieher. In jeder Maske Ja, wissen wir jetzt. Kronleuchterbefestigung. Wir haben nichts, wo wir das abmachen können, ne? Nee, leider nicht. Kann man da einfach hingehen? Mit bloßen Händen konnte Lilly die Klostersicherheit hier. Übrigens war das perspektivisch gar nicht so leicht, das hier diese Grafiken, es ist ja alles 2D, das heißt, man muss halt irgendwie händisch Grafiken drüberlegen, die halt
und denen sagen, hier muss Lilly halt vor und da muss sie dahinter sein und so weiter. Und weil es halt 2D ist, ist der einzige Anhaltspunkt, um zu bestimmen, das Ding ist vor oder hinter ihr, ist halt quasi, sind halt Y-Koordinaten. Das heißt, Koordinaten auf der Senkrechten. Bei so einem Ding musst du halt also quasi das hier ausschneiden und sagen, ab diesem Punkt ist Lili dahinter und ab anderen Punkten ist sie davor. Wobei hier ist, ehrlich gesagt, ist ja nie so richtig davor, ne? Auch wenn sie hier durchgeht, ist sie theoretisch, oder? Steht nie wirklich vor dieser Absperrung. Das heißt, das könnte man auch ganz nach unten schieben. Aber es gibt halt ein Problem, wenn sie halt, wenn die Perspektive nicht richtig gut gezeichnet ist und es halt einen Bereich auf der rechten Seite gibt, wo sie halt schon vor dem Objekt steht und auf der linken Seite steht sie allerdings schon dahinter. Da muss man teilweise ganz schön tricksen. Bei Edna bricht aus gibt es halt ein Screen mit dem, gibt es diesen einen Flurscreen mit dem Gitter. Moment, ich gehe mal kurz, ich versuche mal gerade den zu finden. Das ist der, wo am Anfang Juppie Jupsen steht. Moment, finde ich den? Hier. Das ist halt aus dem Remake jetzt quasi, hier der Screenshot. Bla bla bla. Genau. Das sollte jetzt nicht stören. Ja, doch, stört uns. Warte mal. So ist besser. Das Problem hierbei war, dass die Edna Engine da halt keine Möglichkeit hatte, dass Edna hier in diesem Bereich einmal hinter dem Gitter steht und einmal hier auf derselben Y-Koordinate vor dem Gitter steht. Und deswegen habe ich diesen Screen dreimal in das Spiel hinein geskriptet. Als Variante A, B und C. Einmal, wo Edna auf der linken Seite steht, einmal, wo sie auf der rechten Seite steht, weil sie kann halt theoretisch schon hier in dem Bereich natürlich laufen, bevor sie das Gitter auf hat. Und einmal eine Variante, wo das Gitter offen ist. Aber in der Variante, wo das Gitter offen ist, kann sie halt quasi nicht mehr nach... Also das ist komplett offen? Ich weiß es gar nicht. Habe ich nur die hintere Tür, nur die vordere Tür? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste ich den, glaube ich, dreimal reinskripten. Das war ganz schön kaufen, genau. Ja, übertrieben aufwendig, nur weil genau, ich halt keine andere Möglichkeit gesehen habe. Diesen Sachverhalt in dieses Spiel reinzubekommen. Nee, das ist ja. Sag mal. Genau, es wäre rein theoretisch möglich, natürlich ein Polygon, um jedes Objekt zu zeichnen und dann jedem Eckpunkt eine virtuelle Koordinate in einem Top-Down-Koordinatensystem zuzuweisen. Ja, das wäre möglich. Aber dann müsstest du halt auch zusätzlich noch quasi umrechnen lassen, was die, denn tatsächlich ist ja auch die Walkable Area auf so einem Screen ist quasi auch eine, ist auch ein Polygon im Prinzip. Okay, ich zeige euch das mal kurz, wie das funktioniert. Einen Augenblick. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt für irgendjemanden interessant wird, aber das ist halt das geht jetzt in Richtung Tech Talk, was ich jetzt hier vorstelle. Moment. Kann nicht lange dauern.
Ich habe jetzt natürlich nur blöd eine Bildschirmkopie gemacht. Natürlich habe ich halt irgendwie die alten HWs neue Augenscreens nicht mehr auf meiner Festplatte. Das ist ja auch schon der dritte Rechner seit, der, wenn nicht der fünfte seit damals. So, aber stellt euch jetzt quasi mal vor, so sieht das aus. Dann, wo ist mein Cintiq-Stift? Der ist natürlich irgendwo nur nicht da, wo ich ihn erreichen kann. Da. Okay. Dann sieht halt so eine, ich nehme jetzt mal tatsächlich das Lasso. Das ist halt bei Visionaire ist es tatsächlich zeichnet man tatsächlich auch Polygone, also und da kann man schon sehen, wie schwierig dieser die Walkable Area Map ist. Im Prinzip ist es halt sieht die halt vereinfacht ausgedrückt so aus. Und hier hinten habe ich mir zum Beispiel halt echt ein Ei gebacken. Hier, in dem Bereich. Du kannst halt, hier steht quasi Lilly schon auf einer Säule, auf der Säule, wenn sie halt hier genug Platz haben soll, um halt da durchzulaufen. Ne? Und das war halt auch immer ein Problem mit Visionaire, dass wenn diese Walkable Area Maps zu klein waren, dann gab es eine Chance, dass die halt irgendeine Art von Rundungsfehler in den, das wurde natürlich irgendwann auch behoben, aber das wussten wir halt am Anfang nicht. In der alten Version von Visionaire gab es halt ein Problem, dass wenn diese Punkte, also zusätzlich zu dieser Map sozusagen, die kann ich jetzt quasi mal so einzeichnen, so, musste man bei Visionaire halt noch ein zweites Netz an, also so eine Art Netz aus Walk-Punkten. Dann, das sieht dann etwa so aus. Ne, hier ist ein Punkt, da ist ein Punkt, hier ist ein Punkt, so, und hier ist ein Punkt. Und dann kannst du die halt auch noch händisch miteinander verbinden. Das bedeutet, bevorzugt läuft der Charakter auf diesen Punkten rum. Und bleibt halt eigentlich auch nur an den Punkten stehen. So. Aber wenn halt so ein Punkt zu dicht am Rand der Map war, dann konnte es sein, dass der Charakter plötzlich halt aus der Map raussprang und dann plötzlich halt nur noch außerhalb der Map rumgelaufen ist. Das war halt ganz schön kacke. Genau, wenn man klickt, dann sucht er sich immer den nächsten Punkt zu dem Klickpunkt so und sagt so, aha, dann will der Charakter ungefähr dahin gehen. Ja, so kann man sich das vorstellen. Und jetzt können wir hier auch quasi sehen, wie dass es halt mehr oder weniger problematisch ist. Jetzt dupliziere ich nochmal die Ebene, mache sie mal ein bisschen transparent, um halt hier quasi zu zeigen, wie halt so ein Walk-Behind aussah, ne? So eine Overlay-Ebene. Die ist dann im Prinzip, schneidest du dann hier das Gelände auf oder natürlich im Endeffekt zeichnest du es am besten gleich von vornherein auf eine eigene Ebene und speicherst es dann entsprechend raus. So. Und diese Objekte, die werden dann quasi mit Koordinaten versehen. Und dann, hier unten ist eigentlich egal. Da habe ich jetzt quasi schon fast zu viel weggenommen. Weil hier kann Lilly ja nie vorlaufen, sozusagen. Ne? Das hier ist eigentlich immer vor Lilly, ganz egal, wo sie im Screen steht. Ich mache es jetzt mal ganz grob, ne?
Das hier ist so ein Objekt, aber hier das gesamte Geländer hier hinten ist natürlich auch ein Ding, das halt quasi freigestellt werden muss. Und, oh, Dr. Marcel hat gerade abonniert. Wie gruselig. wir machen hier nichts Verrücktes. So. Nein, uns ist hier jeder willkommen. Auch ein Dr. Marcel. So. Man kann sich das halt so vorstellen, ne? Dass man halt sagt, Schlimper die Bix. So ein Objekt wäre halt hier so ein Overlay. Und das wird dann halt immer vor Lilly gezeichnet, ganz egal, wo sie ist. Aber andere Objekte, wie eben halt dieser Bereich hier mit diesem Geländer, der wird halt mal vor und mal hinter Lilly gezeichnet. Hier. Ne? Dieses Stückchen vom Geländer. Im Moment steht Lilly davor, aber sobald sie halt sich hinter dem Geländer befindet, muss das Geländer natürlich vorne sein. Und das wird nur anhand der Y-Koordinate entschieden. Weil es halt wenig andere Metriken gibt. Kannst ja nicht hingehen und wirst ja bescheuert, wenn du halt irgendwie dem Programm für jeden einzelnen Pixel im Bild festlegst, hier steht Lilly davor und da steht sie dahinter. Und eigentlich normalerweise, wenn man es perspektivisch sauber zeichnet, dann ist es ja auch eindeutig. Dann ist Lilly halt eben auf einer Y-Ebene davor und auf der anderen dahinter. Sei natürlich, es geht halt sehr stark hügelig bergauf und bergab, dann kann es sowas halt auch schon mal mehrdeutig werden. Aber im Allgemeinen reicht diese Metrik so. Aber hier gab es halt, wenn ich mich recht entsinne, auch Probleme. Und zwar wegen dieser Ecke. Ich ziehe hier mal so eine Hilfslinie runter. Hier, wegen dieser Ecke, die halt, wo halt Lilly quasi ab hier quasi davor sein muss. Aber wenn du dieses Geländer halt irgendwie nimmst, dann ist sie ab hier halt immer noch dahinter natürlich. Also, na klar, dann kannst du das halt irgendwie nochmal unterteilen und in zwei Objekte aufteilen und so weiter. Aber irgendwann wird es halt kriminell. So. War das interessant oder ich frage immer lieber nochmal nach, damit ich halt in Zukunft weiß, so bei welchen Sachen, die mir so ins Gehirn spuken, ich nochmal halt so einen Exkurs mache. Traube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Und das würden wir finden, gar keine Frage. Die Frage ist nur, wo und wann. Und jetzt gehen wir mal zum Rundgang. Hier haben wir noch lustige Beeren. Ach, Tollkirschen, die sind ja sehr gesund auch. Die Oberin hatte Lilly verboten, die Tollkirschen zu essen. Von mitnehmen hatte aber niemand etwas gesagt. Na dann auf. Vielen Dank, Tollkirschen können wir doch jetzt vielleicht... Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. In diesem Fall stimmte das. Na gut, hätte ja klappen können. So, den Hamster wollen wir da nicht reinpacken und ansonsten, naja... Halterung, Kaminhaken. Ins Büro der Oberin. Lilly hatte Gerüchte gehört, dass an diesem Haken unartige Kinder aufgehängt wurden. Ansonsten benutzte die Oberin ihn, um ihre Teekanne über dem Feuer zu halten. Okay. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Können wir da Holz reinlegen für später? Abends hing die Oberin hier ihren Kessel übers Feuer. Aber um diese Uhrzeit trank sie ihren Beruhigungstee lieber in der Kantine. Na gut, dann machen wir das später mal. Halterung. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Ironie des Schicksals.
So, eine Topfpflanze. Vielleicht können wir die mit Alkohol füttern. Alkohol, Lumpi. Und das Gemälde. Huhu. Hallo? Niemand zu Hause. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Können wir Lumpi nicht nehmen? Lumpi hatte Hunger oder er war müde. Na gut, das Lumpi oder er oder Güller. Ja, kennen wir schon. Alkohol hier rein. Lilly bezweifelte, dass Lumpi das essen wollte. Ja, wer weiß, vielleicht heißt er auch Humpi und wir wissen es nicht. Sprengzünder vielleicht. Oh, Mist, warte. Lilly bezweifelte. Ach, schade. Sprengzünder. Überall Sprengzünder. Überall alles Sprengzünder reinstopfen. Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. So, lieber Tierschutz, bitte mal ganz kurz wegsehen. Ich will mal was versuchen. Lilly wollte es sich pflanzen. Schade, hätte ja klappen können. Glas mit Alkohol, Tollkirschen vielleicht. Lilly wollte es pflanzen. Tollkirschen für die Katze ist aber auf jeden Fall gesund. Lilly bitte. Da sind Vitamine drin, verdammt. Essenslift, Quittungsspieß. Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Sehr geehrte, durchgestrichen, Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht. An eines, das wichtige Werte vermittelt. Wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in... Sehr geehrte Frau Simmelbach. Einfach nur so einen Namen für Wegwerfzwecke gedroppt. Der Name ist so gut, dass mir das echt leid tut. Frau Simmelbach. Die hätte halt auch irgendwann nochmal auftauchen dürfen. Sehr geehrte Frau Simmelbach. Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Ach, die ist so liebevoll, die Frau Ignaz. Ein wahres Vorbild und ein Sinnbild auch. Sinnbild der Leidenschaft. So, mit der Pflanze können wir gerade nichts machen. Können wir mit der reden? Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest... Nein, können wir nicht. So, mehr können wir hier, glaube ich, aber auch nicht machen. Können wir Lumpi nicht an die Topfpflanze... Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Ja, sie schreibt das stottert auch im Brief. Beim Schreiben fand ich das auch noch tatsächlich sehr lustig, aber es fällt halt eigentlich wenig auf, ne? Wenn man das sowieso halt immer quasi annimmt, dass das ja, man das halt von anderen Medien, also von Filmen und so, halt gewohnt ist, dass halt Briefe vorgelesen werden, wenn man sie liest. Und dass dann halt eben auch andere sprachliche Eigenschaften, die halt ja theoretisch nicht im Brief stehen könnten, also dass quasi das Geschriebene schon durch den Schreiber interpretiert wird. Deswegen, ist es halt eigentlich gar nicht so lustig, wie es halt beim Schreiben war. Aber schön, dass dir es aufgefallen ist. Schau wieder hinein. Ein richtiger kleiner Zauberkasten. So, hier gibt es sonst gar nichts mehr zu tun ins Büro der Oberen. Dann gehen wir jetzt mal zum Treppenhaus. Ich finde es übrigens super, dass man den Bilderwechsel so abkürzen kann. Das war bei Monkey Island ja auch schon so. Dass man nicht immer wieder durchs Bild, wieder und wieder durchs Bild laufen muss, finde ich spaitze. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz zum Brunnen, zur Kapelle, in die Kantine, Gemälde, zum Brunnen. Tja. Können wir dem inzwischen was antun? Hier leckere Kirschen für Shawnee. Shawnee schien nicht in Lilly musste... Mist. Vielleicht Alkohol. Shawnee, Lilly musste... Der kriegt bestimmt die Knallfrösche. Oder vielleicht... Shawnee... Mist. Termiten. Wie es aussah, hatten die... Ach, und ja. Einer... Schade, dass ihm hätte das...
So, der Freeman, unser bester Freund. Hier gibt's sonst auch nichts mehr. Wo waren denn die Mädels noch? Klosterflur? Nee. Da geht's zur Sammlung in die Haupthalle. Treppenhaus. Haupthalle. Kantine? Wo war denn das jetzt mit den Schlafsälen und so? Ich bin gerade so ein bisschen... Nein, na bitte. Der Einzige, den jetzt nicht benutzt, das. Ach. Zur Kapelle wollen wir nicht, zum Brunnen wollen wir nicht, in die Kantine wollen wir aber auch nicht. Ins Gemälde wollen wir auch nicht. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich vor lauter Ungeduld... Zur Kapelle wollen wir nicht, zum Brunnen wollen wir nicht, wollte. In die Kantine hier. Wollen wir aber auch Klick nicht. Hier. Ins Gemälde wollen wir auch nicht. Vielleicht müssen wir doch nochmal ins Treppenhaus, aber... Ich bin gerade ein bisschen verirrt, glaube ich. Schlafsaal. Ja. Ach. Aha. Können wir vielleicht denen irgendwie ein paar Murmeln schenken oder vielleicht Tollkirschen? Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Oh, wie schade. Oh, wie schade. Einen ausgestopften Hamster oder Meerschweinchen? Ich glaube, da kann man den nicht mitkommen. Was soll das sein? Ein Marashu Niyoke Shibuya Accessoire? Ein süßes Pokémon? Oder eine Waffe für den Kampf gegen die dunklen Mächte? Sching! Sching! Was sollen wir denn damit? Mann, Mädels, ihr macht's mir aber auch nicht leicht. Wie wär's denn mit super stylischen Hyper-Japano-Mega-Bling-Murmeln? Was soll das sein? Ein Marashu Niyoke Shibuya Accessoire? Ja. Ein süßes... Oder eine... Sching! Was? Mist, wie wär's denn, wenn ich dir den Sprengzünder einfach mal in den Rachen schiebe? Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die... Das ist ja ein echter Sprengzünder! Und der ist scharf! Du musst ihn entschärfen, Zuka! Schnell! Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe! Was? Bist du denn... Warte! Ich weiß! Mit der Kraft der Liebe. Oh. Das war knapp. Das petzen wir der Oberin. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lilly. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Das ist so schön, wie halt irgendwie hier dieser ganze Kosmos von den beiden halt irgendwie so schön in diesem kurzen Augenblick in sich zusammenbricht. Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe. Was? Was? Mit der Kraft der Liebe. Sie ist also total überzeugt davon. Wie denn sonst? Warte, ich weiß. Riot Girl wird es auch mit der Kraft der Liebe machen. Oh. Das war knapp. Das petzen wir der Oberin. Genau. Auch schön, wie wir... diesmal bist du wirklich... Dass ich noch auf die Idee gekommen bin, für den Moment halt den Hintergrundsound halt auszublenden, damit das halt auch wirklich ein bisschen bedrohlich wirkt und nicht halt so sondern halt wirklich so ein echter Schreckmoment ist. Das macht schon viel großen Einfluss, sowas. Zu weit gegangen, Lilly. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo. Jetzt steh da doch nicht so rum. Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so. Alles klar. Das ist doch schon fast eine kleine Aufforderung. Sprengzünder mit Haarnadel. Und die Haarnadel können wir bestimmt noch gebrauchen. Ich will mal ganz kurz, also da muss ich mal ganz kurz, also das ist ja, ach, das wäre natürlich schön. Zum Schulteich und dann ein bisschen in den Keller spazieren gehen, einfach nur so den Tag genießen. Gerade heute, wo die Sonne scheint, kann man ja mal, huch, der ist ja zu. Hallo? Hallo Memphis, ich bin's. Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder, der Ofen war ja auch aus. Das gibt mir zu denken, lieber Erzähler. Ofenklappe. Memphis, kein... Na gut, vielleicht wird's dir hiermit ja wieder wärmer. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden.
Was ist das? Was hast du da? Endlich konnte Lilly die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Lilly schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Lilly? Lilly? Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Vor allen Dingen, dass sie es halt schon weiß, bevor es passiert, ist halt auch so subversiv. Dass sie hört dann erst. Ja. Ach ja, ach Mensch, ist das schön. Ich muss mal kurz in den. Ach ja, ach, das ist ja schön. Der lustige Kobold ist ja wieder ein bisschen am Rumpinseln. Aber wo ist denn der Memphis hin und was hat er denn mit dem Ofen gemacht? Komisch, ist der weggelaufen? Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Tja. Hallo, lustiger Kobold, kann ich dich irgendwie, Nee, ich kann ja sonst nichts machen. Naja, dann ist der ist wahrscheinlich weggelaufen einfach. Dem war es wahrscheinlich im Ofen doch zu kalt dann irgendwie, weil der funktioniert ja nicht. Ach du heilige Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Ist das schön. So, jetzt würde ich aber gern noch wissen, welches Tier soll denn da hin? Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dies ein schlechtes... Ja, okay. Hier haben wir einen Bären, da haben wir einen Adler, aber was fehlt denn da noch als Bild? Der Mutter Oberin können wir es ja irgendwie nicht sagen. Für die Oberin, warum soll... Warte mal. Treppenhaus, Schlafsaal, Klosterflur. Wo war denn die Alte nochmal? Hier. Wir haben noch einen Hamster dabei. Vielleicht können wir die ja einfach mal... Guck mal. Das ist das perfekte Tier für Selbstbeherrschung. Was soll das sein? Ein Tiermotiv? Aha. So sieht doch kein Tiermotiv aus. Tiermotive stecken immer auf einem Sockel. Weißt du denn gar nichts? Wo kriegen wir denn einen Sockel her? Das Meerschweinchen war wohl müde. Es zeigte sich vollkommen unbeeindruckt von Lillys Sachen. Ich dachte, wir können es vielleicht selber einen Sockel machen. Lilly durfte nicht mit Sachen spielen, die sie in der Kapelle fand. Aber das machte nichts. Sie hatte auch Spaß daran, das Brett einfach nur anzuschauen. Ach, die Lilly, so ein kleiner Sausewind. Tollkirschen, jetzt müssen wir irgendwo einen Sockel finden. Vitrine. Kann man das mitnehmen? Lass das! Das brauche ich als Vorlage. Ach so, ich wollte aber den Hamster draufstecken. Kann ich dich nicht vielleicht irgendwie betäuben oder dir vielleicht auch was zum Spielen geben? Ich frage mich, wie viele Leute hier noch überleben werden, wenn wir hier durch sind. So, hier Hamster und Bernstein, aber einen Sockel gibt's hier, glaube ich, nicht, ne? Nee. Regalplätze gibt's da. Das wollte ich mir später nochmal angucken. Na gut. Tja, wo kriegt man jetzt noch einen Sockel her? Gargoyle, Knallfrösche, kommen wir damit irgendwas ran inzwischen? Nee, ne? Lilly durfte nicht mit Sachen, aber das... Grübel und studier, in die Kantine, da waren wir gerade schon, zum Brunnen, zur Kapelle. Da haben wir das Brett gefunden, aber sonst finden wir da, glaube ich, auch nichts. Und die Steinplatten wüsste ich auch nicht. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Du hast doch vorhin noch gesagt, wir sollen uns die Symbole angucken. Ich laufe auf den Platten. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Ach, was soll's. Okay, der kommt also immer, wenn wir den Beichtstuhl betreten. Können wir da nicht auch eine Bombe irgendwie platzieren oder irgendwas? Lilly musste beichten.
eine Abhörkammer. Nein! Tja, sonst kann man da auch... Eine. Ja, natürlich. Komm mal. Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass Lilly einen Plan hatte, dass sie darüber nachdachte, Garrett in den Beichtstuhl zu locken und dann einen Riegel davor zu klemmen. Aber Lilly dachte gerade an Ponys. Ich glaube nicht, dass das dieselbe Orgelmusik ist, wie bei Edna in der Kirche. Aber zumindest hat Finn halt diesen Track für Harveys neue Augen neu komponiert. Aber er hat sich natürlich auch sehr viel an den Sachen von Edna Bricht aus orientiert. Und teilweise eben auch Themen so sachte aufgegriffen. Aber ich glaube, außer dass es halt später eine swingige Version des Anstaltsthemas gibt, glaube ich nicht, dass der Track hier wirklich auf dem Kirchenthema von ist aber der Track, der spielt, wenn Lonzo den Espresso machen möchte. Das weiß ich gar nicht. In Lonzos Kneipe spielt er eigentlich Dünnes Eis. Das ist halt ein das habe ich ja auch schon mal erzählt. Das ist ein ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. In Lonzos Kneipe spielt ein Track, den habe ich 2001 mal im Studio, wo ich halt von einem Freund, davon habe ich euch schon hier erzählt in dieser Reihe, wo wir die erste Hälfte von den Edna-Sprachaufnahmen gemacht haben. Bei dem Massoud. Da durfte ich mein erstes Album aufnehmen, das unrühmliche Frühwerk Reise zum Mittelpunkt des Irrtums hieß es. Mit sehr viel Käse drin. Und genau, und dann ich durfte halt ich habe mich da so halb adoptiert gefühlt, oder ich durfte halt das Studio halt dann auch später noch immer mal benutzen, hatte da dann unter anderem eben diesen einen Song zusammen mit einem Freund von mir, der damals bei Massoud dann ein Praktikum gemacht hat, und als Tontechniker dort gearbeitet hat. Der hat mit mir dann zusammen diesen Track Dünnes Eis aufgenommen. Und als mir dann aufgefallen ist bei Deponia 1, dass ich bei Finn zu wenig Soundtrack bestellt hatte, und da war es dann aber schon zu spät. Und mir fiel einfach nichts ein von den Songs, die wir auf Halde hatten, also die wir quasi bestellt und bekommen hatten von Finn, welchen davon ich dann verdammt nochmal bei Lonzos Kneipe halt benutzen soll. Da passte einfach kein einziger von denen. Habe ich dann einfach gesagt, ach komm, nimmst du einfach das Instrumental von Dünnes Eis. Das ist schön rockig. Das so. Dann habe ich halt diese Info gedroppt im Entwicklerkommentar, und entsprechend haben sich das auch, ich habe dann so gesagt, so ja, das war so ein alter Track von mir, Dünnes Eis, und dann habe ich gesagt, ja, hört ihn euch doch mal selber an, und dann, ich stelle den auch nachher auf YouTube so, und dann habe ich den auf YouTube gestellt, und tatsächlich wurde der halt, ist auf meinem eigenen Kanal, ist das, war es zumindest lange Zeit, ich glaube, bis ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, es ist immer noch der am meisten geklickte, das am meisten geklickte Video. Wurde, glaube ich, 60.000 Mal oder so. Keine Ahnung. Muss ich einmal nachgucken. Es kann auch sein, dass das VOD von meinem ersten Stream den jetzt abgelöst hat als meistgeklickten. Das ist, das gucken sich ja wahnsinnig viele Leute hier an. Das TikTok-Game ist scheinbar die richtige Idee gehabt. So. Also 22.000 Leute haben sich Teil 1 von diesem Stream hier angeguckt. Und Dünnes Eis haben gesehen 61.000 Leute. Immer noch dreimal so viel.
Vor 11 Jahren habe ich das hochgeladen. Es gibt nicht mal ein Video dazu. Ich habe einfach nur eine Texttafel. Naja. Über diesen Entwicklerkommentar und diesen Track bin ich überhaupt erst auf deine Musik gestoßen. Ach, das finde ich ja schön. Das freut mich. 3 Stunden sind schon rum. Ah, naja. Heute habe ich es nicht so eilig. Aber dann gucken wir trotzdem, dass wir halt irgendwann zum Ende kommen, ne? Dafür bekomme ich immer noch kein Geld, also auf YouTube, von YouTube. Das wollte ich eigentlich schon im letzten Stream erzählt haben, habe so 1-2 Mal angeteased. Also tatsächlich hat uns jetzt das letzte Video, man muss halt in den vergangenen 12 Monaten oder so, muss man 4000 Stunden lang geguckt worden sein. Was blöd ist, wenn man halt die ganze Zeit nur Musikvideos veröffentlicht, die halt so maximal 3 oder 4 Minuten lang sind, dann kann es halt ein bisschen dauern, bis man halt irgendwie 4000 Stunden geguckt wurde. Aber dieses 3,5-stündige, diese Aufzeichnung von unserem Stream, die wurde halt sehr, sehr häufig geguckt, also auch mehr als unsere Musikvideos zugegebenermaßen. Und das hat uns jetzt, während genau das Video, in dem ich halt über YouTube gerantet habe, dass die halt unrealistische Ziele gesteckt haben, die wir niemals erreichen können, genau dieses eine Video wurde jetzt halt im Alleingang schon über 4000 Stunden angeguckt. Also wir haben jetzt diese Messlatte erreicht. Jetzt haben wir die nächste Messlatte vor Augen. Und zwar aus irgendeinem Grunde hat uns jetzt YouTube darüber informiert. Aha, okay, ja, ihr habt die Voraussetzungen erfüllt, um euch für das YouTube-Partnerprogramm zu bewerben. Und dann informieren sie einem im nächsten Schritt, jetzt müsst ihr euch nur noch für das Programm AdSense von Google bewerben. Guckt mal, ob ihr die Voraussetzungen erfüllt. Und dann haben wir halt draufgeklickt und gesagt, okay, dann bewerben wir uns jetzt dafür. Und aus irgendeinem Grund, den wir halt noch nicht verstanden haben, scheinen wir die Voraussetzungen für AdSense nicht zu erfüllen. Wir verstoßen möglicherweise gegen irgendeine der Auflagen bei AdSense. Und entsprechend werden wir jetzt erstmal noch nicht YouTube-Partner, bis wir herausgefunden haben, was da jetzt das Problem ist. Also da gibt es halt keine Messlatte sozusagen. Da kann man sich halt einfach bewerben und dann das gibt es einen Knopf für. Und dann muss man halt irgendwelche Sachen ausfüllen, Bögen. Das ist sehr beamtisch. Und das hat da haben wir uns halt jetzt mit unserem Label beworben, also mit Lorke. Anne ist ja quasi, hat ja ein Label für unsere Band gegründet, Lorke Records. Und die hat sich halt mit dem Label dort beworben. Und Anne kann ja so, solche Sachen immer, diese ganzen bürokratischen, die ist auch diejenige, die sich halt mit der GEMA auseinandersetzt und mit der GVL und was es nicht da alles für Verwertungsgesellschaften gibt, so. Die macht im Prinzip die Bandbuchhaltung und so weiter und so fort. Ich denke, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir da halt irgendwie eine Hilfe-Hotline an Land bekommen, in irgendeiner Weise. Sind wir jetzt noch nicht dazu gekommen, weil das ist jetzt halt ein Vorgang von Anfang letzter Woche und wir waren ja jetzt halt diese Woche im Studio und hatten entsprechend keinen Kopf, um uns da halt mehr drum zu kümmern, als erstmal die Bewerbung rauszuschicken. So. Aber wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es bleibt spannend. Übrigens auch, wo ich gerade dabei war, also es war ja auch ein Milestone, von dem wir gar nicht gedacht haben, dass der halt irgendwie in unserer Reichweite liegt. Also danke euch, dass ihr so fleißig zuschaut, also das und dann halt auch nochmal an alle, die halt auf YouTube zuschauen. Das ist halt echt, das Jahr hat ja gerade erst angefangen und wir haben halt schon mehrere Messlatten, die wir uns halt irgendwie für das gesamte Jahr gesteckt haben,
hat jetzt schon in den ersten Wochen genau erreicht. Unter anderem tatsächlich auch hier die Twitch-Partnerschaft. Wir sind jetzt statistisch mit unseren Streams über dieser Grenze, von der ich auch nicht dachte, dass ich die halt in nächster Zeit mal erreichen werde. Also ich es gucken halt, unser Schnitt ist deutlich über den 75 Zuschauern pro Stream, die man braucht, um sich halt dafür zu bewerben. Jetzt muss ich halt nur noch die Zeit schaffen. Das ist natürlich, ne, in einem 30-Tage-Zeitraum muss ich 12-mal gestreamt haben. Aber ich glaube, das kriege ich ziemlich gut hin. Vor allen Dingen, wenn wir es halt auch weiterhin schaffen, hier diesen Stream 2-mal in der Woche hinzubekommen und ich noch zusätzlich irgendwie einen Termin finde, wo ich nochmal zeichne, was ich auch vorhab. Außerdem, wie gesagt, nächsten Sonntag ist ja unser nächster Band-Stream, also der Stream in Team. Vielleicht können wir dann sogar schon an dem Termin das Erreichen der Messlatte für die Partnerschaft mitfeiern. Voll cool. Also würde mich freuen. Auf jeden Fall, genau, wir haken ganz schön viele Sachen von der To-Do-Liste ab in letzter Zeit. Also danke euch dafür, dass wir das machen können. Jens Welt. No. Ja, wir freuen uns auch, dass du uns noch gefunden hast. Einen kurzen Augenblick wollte ich aber auch noch spielen. Ich weiß sonst noch gar nicht, wo ich den. Für 500 Abonnenten habe ich locker und schon ewig. 3 öffentliche Uploads in den letzten 90 Tagen ist kein großes Problem. Und entweder 3000 Stunden gültige Wiedergabezeit, aber die 3000 Stunden sind nur für die kleine Partnerschaft sozusagen. Da geht es nur darum, dass man dass Leute bei dir ein Abo abschließen können auf YouTube. Also quasi, die versuchen so Twitch nachzumachen da. Aber das Monetarisieren von, also dass du quasi Geld für die Werbung, die YouTube ja sowieso auf deine Videos schaltet, dass du da halt irgendwie Geld von siehst, von diesen Werbeeinnahmen, das ist erst bei den 4000 Stunden gültiger Wiedergabezeit von öffentlichen Videos in den letzten 12 Monaten. Und dieses mit den YouTube Shorts, das ist halt totaler Irrsinn. 3 Millionen Aufrufe von Kurzvideos. Das kann man in Deutschland gar nicht schaffen. Es gibt gar keine 3 Millionen Leute, die halt irgendwie die YouTube-Shorts benutzen in Deutschland, gefühlt. Also wir hatten mit unseren Videos immer eher so 2000 Aufrufe oder so. Wenn wir gut waren mit unseren Shorts. Okay, wir sind halt vielleicht auch, sind wir halt irgendwie jämmerlich und lächerlich so, aber der Unterschied zwischen dieser anderen Messlatte, die ja für uns auch schon sehr, sehr, sehr schwierig war und jetzt halt mehr oder weniger durch einen Zufall eine glückliche Fügung. Ich meine, wer soll denn das sonst quasi mit aus der Musikbranche heraus halt quasi schaffen, wenn er halt nicht irgendwie einen direkten Draht egal. Ich verfussel mich hier gerade. Totaler Irrsinn, diese Grenzen, die YouTube da macht. Ach so, und dann kriegt ihr natürlich irgendwann vielleicht ein paar Pfennig für die Werbung, die wir für euren Content schalten. Das ist halt echt eine ganz schöne Frechheit. Ja, müssen wir das 3-mal angucken, hä? Genau, guckt mal gerne in unsere Shortsliste rein. Das lohnt sich übrigens. Werden ja nicht alle von euch wissen. Wir haben im letzten Jahr, wir haben halt gerade versucht, eben diese Shorts auszutesten und haben im letzten Jahr mit der Band jede Woche einen Song geschrieben. Unsere Pinks wissen das natürlich und unsere regelmäßigen Zuschauer hier. Aber alle, die halt jetzt für diesen Stream das erste Mal da sind, wir haben halt, und wir haben es geschafft. Wir haben 52, wir haben die Reihe Freizeit-Shorts genannt und jetzt kann man sich halt etwa eine Stunde eben dieser musikalischen Notizzettelchen durchhören. Gibt es auch eine Playlist auf YouTube. So, aber auch wenn all die 52 sind ja immer nur, ist quasi immer noch eine Stunde, also immer noch nur 60 Minuten, ne?
für die YouTube-Statistik, um halt irgendwie jemals von Werbeeinnahmen zu profitieren. Und dann gibt es immer noch AdSense, das erzählen sie einem natürlich im Vorfeld nicht so. Und dann, ach so, und wenn du 3 Millionen mal angeklickt wurdest auf den Shorts, dann bist du immer noch der Willkür von AdSense unterworfen. Was auch immer. Na, okay. Also, wir gehen wir nochmal wieder zurück ins Spiel, oder? Wir müssen ja irgendwo einen guten Schlusspunkt finden hier. Ich stehe gerade wirklich ein bisschen auf dem Schlauch. Das Kreuz wackelt und da kann ich momentan auch nicht viel tun. Frank, hier kann ich da vielleicht irgendwas? Nee. Na gut, jetzt guck ich mal doch hier mit den Dingensen. Steinplatten, Frank, Kreuz, Beichtstuhl, Halterung, Beichtstuhltür. Hilfe, ich will die Augen aus... Achso, die Augen gehen von alleine aus. Nee, wir brauchen für alles. Ganz egal, worüber wir... Also wir müssen ins YouTube-Partner-Programm aufgenommen werden. Und dafür müssen wir bei AdSense auch ins Programm aufgenommen werden, um überhaupt quasi bei YouTube Kontodaten hinterlegen zu dürfen, sozusagen, dass die... Also wir kriegen keine Einnahmen von YouTube, bevor wir nicht auch bei AdSense aufgenommen wurden. So haben wir es zumindest verstanden. Aus. Ja. Halterung. Alkohol in die Halterung ist ja auch doof. Tja. Bin gerade so ein bisschen in einer mentalen Sackgasse hier. Zum Rundgang, da kommen wir wieder zur Mutter Oberin. Wir haben aber noch kein Katzenfutter. Können wir vielleicht mit der Haarnadel... Das dürfte theoretisch vom Handwerklichen gesehen her nicht gehen. Ach, aber hier die Masken vielleicht. Danke, Wingping. Das war sicher nicht das ideale Werkzeug, um die Schraube zu lösen. Und solange Lilly keinen triftigen Grund hatte, musste sie dieses Risiko auch nicht eingehen. Na, da hast du wahrscheinlich recht, lieber Erzählermann. Dann benutze ich mal die Haarnadel an den lustigen Masken. Vielleicht klappt das ja. Perfekt. Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Super. Na, dann klauen wir uns jetzt mal alle Masken. So, die haben wir auch. Und zum Schluss kommt noch Henry-Maske. Dann haben wir alle. So. Da gab es noch irgendwelche lustigen Texte mit den Masken. Die hat Erik gar nicht gefunden. Die konnten natürlich auch irgendwie anfangen zu sprechen. Ich hoffe, man konnte die überhaupt auslösen im Spiel. Aber die waren sehr lustig. Wir haben jetzt... Keine Ahnung. Müsst ihr das Spiel nochmal spielen und gucken, ob ihr die Texte findet. Drei. Oder vielleicht, es kann ja auch sein, dass Erik die noch im Inventar findet, ob die sich im Inventar noch auslösen lassen. 3 Gesichtsausdrücke und 3 Übs... Ich bin die Stimme aus den Entwicklerkommentaren, du... Die Stimme klingt 1:1 wie aus den Entwicklerkommentaren. Das ist aber nett. Das heißt, meine Stimme ist nicht gealtert in den 12 Jahren. Nein, herzlich willkommen, Koi. Koi-Thema. Dicke Dinge. Da oben ist ein Luftballon. Wir haben noch Knallfrösche. Moment, ich setze mich mal eben anders hin. So nämlich, huch. Verstell dabei die Stuhllehne. Das ist auch mal sehr schön. In die Kantine. Aber wie können wir denn jetzt... Müssen wir dafür die Pfadfinderkiste öffnen? Ich probiere mal aus Spaß, hier einfach irgendwelche Sachen draufzustellen. Wurde von meinem bösen Klon ersetzt. Ach, so läuft der Hase also. So läuft der Harvey also. Auf einen Platz kommt eine Maske, auf einen Platz kommt ein Öbstchen und auf das andere müsste dann theoretisch ein Tiersymbol kommen, wenn mich da nicht alles täuscht. Und zwar wahlweise, was gab's da? Stachelschwein und bla bla bla.
Und je nachdem erzählt der Typ dann seine Geschichten. Oh, eine Muskete. Hey, lass die Finger davon. Aber. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Aber ich wollte doch... Ich mag zwar alt sein, aber ich kann dir Geschichten erzählen. Da schmackerst du mit den Ohren. Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinderausrüstung zu tun. Aber ich lasse nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Also lass die Finger... Die Muskete geht also auch nicht? Hey! Ja. Na gut, Muskete kommen auch noch nicht ran und ich glaube, bevor wir hier was bewegen können, müssen wir noch irgendwelche Tiermasken oder sowas für unsere heidnischen Rituale hier in der Abstellkammer organisieren. Und wir brauchen vor allen Dingen noch das Pfadfinderabzeichen von der Alten, die da Tiere strickt oder was immer die da macht. Kantine? Brunnen. Der letzte der Brunnen G hängt hier rum. Schulteich. In den Keller will ich jetzt nicht unbedingt gehen. Fliegerbombe. Lilly vermisste die Termiten. Ohne sie wirkte der Baum irgendwie traurig. Ja, das stimmt allerdings. Können wir nicht die Reifenschaukel irgendwas damit machen? Es war hoffnungslos. Die Reifenschaukel... Ich frage mich echt, ob es jetzt halt noch einen guten Outpunkt gibt an irgendeiner Stelle. Wo kommen wir hier raus aus der Geschichte? Das ist doch jetzt bestimmt so eine Sequenz, wo Gronkh überhaupt nicht vorankommt und sich um Kopf und Kragen rätselt. Onkel hing in so unerreichbarer Ferne, dass Lilly fast meinte, ihre Beliebtheit dahinter zu erkennen. Nein, sag doch nicht sowas. Was haben wir denn vielleicht noch für Möglichkeiten? So langsam bin ich hier so ein bisschen am Ende meines Lateins angekommen und das Latein konnte ich noch nie sehr gut. Tja... Können wir dem noch irgendwas geben? Ich weiß es gar nicht. Masken, traurige Maske früher. Können wir den erschrecken? Shawnee schien Lilly muss... Ach nee, das war der andere. Das war der Freeman, den wir erschrecken wollten. Und der Freeman hat ja inzwischen seinen Freischwimmer gemacht, würde ich sagen. Wir können mal gucken, was die liebe Edna macht zum Klosterflur in den Schlafsaal. Wunderschön. Hey, Edna! Das habe ich übrigens noch nie versucht zu spielen. Das war eben und? Wirklich Kommst sehr improvisiert. Voran? Ja, geht so. Ich habe ja natürlich nicht das Original gespielt, sondern das war... Dankeschön. Sondern das war Finn. Aber ich habe häufig mal bei Auftritten mit meiner Band zusammen, haben wir Nadel und Faden gespielt. Und früher musste Gunnar immer pfeifen und gleichzeitig trommeln. Und pfeifen ist halt ein bisschen scheiße. Also gerade auf der Bühne auch Pfeifen aufnehmen ist halt ja schon eine Wissenschaft für sich. Und um ihn da zu entlasten, habe ich dann halt, wir haben auch irgendwann so eine punkigere Version von Nadel und Faden gemacht und damit man den Song auch wieder erkennt, ich habe irgendwann halt hier mir eine Melodika geholt und angefangen halt das Intro dann wenigstens damit zu spielen, was halt, man kann auch nicht gleichzeitig Melodika und Gitarre spielen, deswegen muss ich dann die immer weglegen nach dem Intro und dann fangen wir halt an zu spielen. Aber da spiele ich natürlich nur dieses Hauptthema, was halt eben auch in dem Titeltrack vorkommt, ne? Dieses. Aber das eben, dass ich halt dieses diese andere Schleife von dem Thema, die halt im Titeltrack in dem Song halt nicht auftaucht, das habe ich eben quasi muss ich eben live nach Gehör mitspielen. Das habe ich noch nie gemacht, wirklich. Ah, bonsoir, wen haben wir denn da? Ja.
Ne, es ist auch diese Schleife ist halt ein echt großes Kunstwerk von Finn geworden. Echt, ja. Ganz, ganz wunderschön. Cool, du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen... Dankeschön, Voxer, Aphrodite. Ach, Vox, Aphrodite. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Bevor du was sagst, mir ist da noch was eingefallen. Ich glaube, dass Garrett ein Geheimversteck in der Kapelle hat. Wirklich? Ja, so eine Art Abhöreinrichtung im Beichtstuhl. Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dass er ein Spion der Oberin ist. Die Frage ist nur, ob wir dieses Wissen irgendwie gegen ihn verwenden können. Aha. Lily hatte tatsächlich eine Idee. Sie würde Garrett in seinem Geheimraum einsperren. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Warte, ich weiß. Wie wär's, wenn wir Garrett in seinen Abhörraum einsperren? Du tust einfach so, als würdest du beichten wollen und wenn er dann sein Versteck betritt, zack, unsere Falle schnappt zu. Ach, sei doch nicht traurig, Lilly. Nächstes Mal hast du bestimmt auch eine gute Idee. Aber jetzt ran ans Werk. Es war mein Plan, also musst du dich jetzt um die Umsetzung kümmern. Okay, also Garrett im Beichtstuhl einsperren geht ganz gut, aber dafür müssen wir erstmal den Typen, aus dem Dingens wegkriegen, aus der Halle mit seinem komischen Presslufthammer. Und dafür müssen wir erstmal wissen, was er mit den Symbolen auf sich hat, damit der auch das richtige Ding aufmachen kann. Ach ja, der Lärm stört uns nämlich. Moment, was ist das? Hörst du auch diese Geräusche? Du, ich glaube, da bohrt jemand in der Kapelle. Das ist bestimmt wieder Frank, der nach Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung sucht. Verdammt, das könnte unseren ganzen Plan ruinieren. Wenn Garrett dich nicht belauschen kann, können wir ihn auch nicht einsperren. Du musst dir etwas überlegen, um Frank zu vertreiben. Hast du zufällig die Bauanleitung für meine Zeitmaschine gefunden? Die war eh nicht ausgereift. Wie groß ist die Mikrowelle der Schulkantine? Vergiss es, das reicht niemals. Und meine anderen Ideen sind alle etwas komplizierter. Dafür fehlt uns die Zeit. Das Einfachste wäre wohl, ihm einfach bei seiner Suche zu helfen. Wenn Frank gefunden hat, was er sucht, wird er ja wohl hoffentlich mit dem Bohren aufhören. Aber wie können wir ihm denn helfen? Woher wissen wir denn, was, wie, wo, wieso und überhaupt? Nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, mit dem du kennst, also nicht er. Ja, Frank ist auch ein Schüler. Das kennen wir ja schon. Okay, ja, jetzt sind wir auch nicht schlauer als vorher, weil sie hat uns eigentlich das Offensichtliche nur gesagt. Können wir vielleicht mit der Hannah... Ob Lilly jetzt auch endlich Gumbo war? Das weiß ich nicht. Lillys Stickereien waren zu nichts Nutze. Das hatte die Oberin mehr als einmal betont. So, hier geht's hier noch irgendwo hin, in die Haupthalle, in Lillys Schlafzimmer. Ich glaube, ich mache auch bald meine Aufnahmepause. Ich weiß gar nicht, wie lange ich ja schon aufnehme. Das ist vielleicht die Gelegenheit, um selber auch eine Aufnahmepause zu machen. Gerade. Auf jeden Fall schon länger, als ich wollte. Ich wollte eigentlich wieder nur ein Stündchen aufnehmen und jetzt... Ach, ich kenne das. Mein geliebter Bratbruder. Ich kenne das. Ich wollte auch schon aufhören. Endlich habe ich quasi so ein, endlich kann ich mich so ein bisschen auch in Gronks, auf Gronks Seite da reinversetzen, was so seine Struggles sind, seine Probleme und seine... Wieder verdammt. Bratbruder. Ja, wir braten da manchmal einfach irgendwas zusammen, ne? Wurscht. Braten. Nachbarskatze. Dass diese Spiele auch immer Spaß machen müssen. Schrecklich. Dem Erzähler ver... Tatsache. Huch, Mist nochmal. Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Ich glaube, es handelte sich um Ratlosigkeit seitens des Protagonisten, der soeben dieses Stück Software spielte. Huch, ich wollte eigentlich mit dem Brett den Kronleuchter anstupsen. In Momenten wie diesen wünschte sich Lilly 10 Meter groß zu sein. Dann könnte sie problemlos am Kronleuchter ankommen und anschließend die Klosterschule in Schutt und Asche trampeln. Nein, das würde Lilly doch nicht machen. Da waren doch all ihre Freunde.
wir brauchen irgendwo einen Schraubschlüssel oder irgendwas, damit wir da oben dieses Gewinde aufdrehen können. Dann fällt auch der Kronleuchter hoffentlich runter, wenn das der Kronleuchter ist. Kantine, aber wo kriegen wir den her? Huch, zum Brunnen, war da war doch gerade noch irgendwas. Zur Kapelle, war da nicht gerade noch irgendwas anderes? Zum Brunnen, in die Kantine, hier war doch, habe ich das nicht hier gesehen? Komisch. Nein. So, hier gibt's sonst auch gar nichts, ne? Nee, das sieht sehr nach gar nichts aus. Also von gar nichts gibt's hier eine ganze Menge. Doof. Kantine? Ja, dann haben wir eigentlich alles schon abge... Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich jetzt vielleicht Quatsch erzähle. Aber es klingelt so ein bisschen grob im Hinterkopf. Es kann sein, dass wir für diesen Bildschirm hier die Visionary Engine ganz schön auf den Kopf stellen mussten, weil die nicht dafür ausgelegt war, über hohe Screens anzuzeigen. Über breite Screens kein Problem mit Scrollen links und rechts. Aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war sie noch gar nicht in der Lage, Screens, die halt höher waren, als normal vernünftig anzuzeigen. Vielleicht, es kann aber auch sein, dass ich totalen Quatsch erzähle und das gar nicht ein Problem war. Mir kommt das nur gerade eben, als ich halt hier so dieses Gerucke nach unten kam mir so der Verdacht, hatten wir denn nicht irgendwie so ein total kompliziertes Skript für schreiben müssen, das halt quasi händisch die Grafik verschoben hat? Also ich musste es ja auch nicht schreiben. Also ich, zu dem Zeitpunkt gab es ja schon Leute außer mir, die alles gescriptet haben. Bei Edna habe ich das meiste selber gescriptet, aber hier gab es ja auch richtige Programmierer, die dann halt irgendwie an diesen Skripten und bei Adventure sind halt also gerade in diesen Engines, also wir haben es für unsere Edna-Engine gemacht. Und bei Visionary war das halt auch, das ist halt einfach immer, wenn eine Aktion ausgelöst wird, wird halt einfach eine Serie an vorgefertigten Skriptbefehlen abgefeuert sozusagen, nacheinander. Gehe zur Koordinate XY, sage diesen Text oder dieser Charakter sagt jenen Text und hier wird irgendwie eine Variable umgestellt und da taucht halt das Item im Inventar auf. So, sowas halt. Und nein, du hast den Stream verpasst. Naja, landet auch wieder auf YouTube. Irgendwann, sobald ich das runter und wieder hochgeladen habe. Also keine Sorge. Du kannst, ihr könnt es nachholen. Genau, und allerdings für solche komplizierteren Operationen muss man halt irgendwie dann tatsächlich irgendwie noch so kleine Skripte hinterlegt werden, auch für so grundsätzliche Mechaniken, die halt immer wieder kommen, aber eben auch für solche Spielereien und für Minigames vor allen Dingen. Bei so Spielen wie Whispered World oder so, also früheren Titeln, die wir mit Visionary gemacht haben, hatten wir noch weitestgehend auf solche Spielereien verzichten können. Aber je tiefer wir in die Materie eingestiegen sind, beziehungsweise je größer, umfangreicher unsere Spiele wurden, desto mehr wurde es nötig, halt die normalen Mechaniken von Visionary aufzubohren und mit unserem eigenen Skripttexten zu anzureichern. Und dann fing es halt eben auch an, dass die Visionary-Programmierer selbst halt in unserem Auftrag Features hinzugefügt haben, wodurch Visionary halt ständig eine Baustelle war und außerdem auch die ganze Zeit über so eine verzweigte Entwicklung, wo halt wir hatten halt einen Thread vom Visionary-Projekt, der quasi für uns reserviert war.
Genau, wo halt aber natürlich dann ganz häufig eben auch von den Visionaire-Programmierern auch Sachen nachgebessert werden mussten, die halt in der normalen Version, also ich, wie gesagt, in dem Prozess war ich nicht drin, aber es wurde ganz schön kompliziert zum Ende. Ja, bei der Bank kann ich allerdings meine Lineart bemängeln hier. Insgesamt, dieser Screen ist auch perspektivisch halt irgendwie, ist eigentlich kein besonders hübscher Screen. Das ist, nicht mal die Lichtstimmung ist hier besonders atmosphärisch, ne? Ist halt nur schön, dass da halt so viel los ist. Und das Bild ist natürlich witzig da oben. Aber perspektivisch ist es eigentlich eine Katastrophe. Geklappert, dann weiß ich jetzt momentan auch nicht genau so recht, also bevor ich jetzt hier ratlos durch die Gegend schleiche, überlege ich gerade, ob ich mich nicht über das Rätsel lösen soll, aber ich glaube, da fehlen uns ja noch irgendwie die Tiere. Und irgendwie müssen wir noch Kokosnüsse, Bananen, können wir da vielleicht einen Hamster geben zum Aufspießen? Bring das sofort hier weg! Tiere haben in meiner Kantine nichts zu suchen! Zumindest keine Lebendigen. Und das gleiche gilt für Kinder. Also verschwinde, bevor ich dir den Hals umdrehe. Oh, die ist so süß, die Doris. Oh. Hier mal ein bisschen Erotik reinbringen. Können wir der vielleicht mit dem Brett vor die Stirn klatschen? Huch. Vielleicht mal so. Was soll das? Warum zeigst du mir das? Das hat in meiner Kantine nichts verloren. Genauso wenig wie du. Also verschwinde, bevor ich dir den Hals umdrehe. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Oh, tja, nun also, ich glaube, das war's dann erstmal. Hier können wir auch nichts machen. Nee, rumgehen können wir ja auch nicht. In die Haupthalle. Na gut, ich speichere erstmal, dann mache ich erstmal eine Aufnahmepause, weil ich möchte dann am liebsten gleich die erste Folge raushauen, weil das ist ja immer noch die erste Aufnahme. Speicherstände! Und Nummer 1 speichern wir sogleich einmal. Dann speichern Jawohl. Wir doch hier auch. Oder? Genau, wir haben mit Doris angefangen, wir hören mit Doris auf. Wir hören vor allen Dingen auf mit Erik, der hier auch gerade Pause macht und abspeichert. Das ist doch echt ein ganz guter Punkt, oder? So. Ja, genau. Ich hatte irgendwie ein bisschen den Eindruck, dass ich heute ein bisschen gediegener unterwegs war, ein bisschen ruhiger. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Es mag mir verziehen sein, wir waren ja, wie gesagt, jetzt die letzten 2 Tage im Studio, haben da voll Gas gegeben. Paar interessante Sachen habe ich, glaube ich, trotzdem noch genau, dazugekommen oder endlich sind wir mal im Stream weiter vorangekommen. Also, das wäre vielleicht was. Ja, können wir mal machen. Vielleicht ausnahmsweise mal dass wir ausnahmsweise mal bei Gronkh reinstreunern. Mal gucken, was er sagt. Ich weiß ja gar nicht, wie er dazu steht, dass ich jetzt dass ich jetzt quasi seines Let's Plays nochmal nachschaue, hier vor laufender Kamera. Bin ich mal gespannt. Okay, dann machen wir das doch, oder? Also, ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeguckt habt. Es macht großen Spaß. Ja, keine Ahnung, worüber ich nächstes Mal noch viel zu erzählen habe. Ich hoffe, es geht so weiter, dass wir noch Sachen finden, Anekdötchen und so weiter zu dem Spiel. Wir raiden gleich den alten Herren. Der Unterhaltungs... Kultur. Weiß nicht, darf ich eigentlich? Er schaltet es ja immer mal wieder aus, ne? Ich konnte schon mal, aber ich konnte auch schon mal nicht raiden. Ich bin sehr gespannt, ob das geht.
Wenn nicht, dann reden wir uns gleich wieder. Ich kann ja einmal auslösen. Nächste Woche übrigens werde ich möglicherweise nicht, das wollte ich noch sagen, bevor ich versuche, das auszulösen, noch einmal kurz zum Terminplan. Also ich finde, Samstag ist auf jeden Fall gesetzt, dass ich hier wieder mit euch zusammen streame. Sonntag ist ja, wie gesagt, unser nächster Stream im Team. Da streame ich mit der Band zusammen und wir machen Musik aus dem Proberaum. Ich hoffe, ihr schaut auch da mal rein. Das ist lustig. Wir machen vor allen Dingen unser Tresenlesen-Gedenk-Stream. Also da, wo wir diese Vortragsreihe, von der ich vorhin erzählt habe, auf dem St. Pauli-Kiez, wo wir die versuchen, so ein bisschen wieder aufleben zu lassen. Der Reglef wird hoffentlich da sein, der sich das Tresenlesen ausgedacht hat und vor allen Dingen der Lesen-Part am Tresenlesen war und dann am Sonntag vielleicht wieder sein wird. Und genau, vorher am Samstag auf jeden Fall wieder einschalten, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht und wie es das übernächste Mal weitergeht. Denn ich werde auf jeden Fall, und das habe ich mir allerdings noch nicht ausgedacht, Dienstag oder Donnerstag nochmal streamen. Donnerstag werde ich nochmal streamen. Ich lege es jetzt fest. Donnerstag werde ich hier nochmal eine Reaction-Action machen. Denn am Mittwoch geht es nicht. Am Mittwoch bekomme ich wahrscheinlich Besuch von Andy Dev. Der schaut auf seinem Weg von oder hin zu seinem Boot. Ich glaube, von seinem Boot wieder zurück in seine Heimat im schönen Wuppertal. Wenn er da überhaupt noch wohnt, ich denke ja. Schaut er mal bei uns vorbei und dann entsprechend kann ich da genau zu der Uhrzeit, wo ich hier vorbeilaufen wollte, kann ich natürlich nicht streamen, deswegen muss der halt an einem anderen Tag stattfinden und ich denke, Donnerstag ist der richtige Zeitpunkt. Es kann sehr gut sein, dass ich auch vorher nochmal online komme, um zu streamen, möglicherweise schon am Montag oder aber am Dienstag. Das weiß ich noch nicht. Da mache ich dann dort ein Konzept. Das heißt, ich mache spontan irgendwas. Wahrscheinlich zeichne ich wieder, weil ich da ganz schön im Rückstand bin. Ich muss noch 10 Pings von unseren Patreonen unserer Band zeichnen. Die kriegen nämlich ab dem Thaya Südpol-Freundin kriegen die nämlich von mir immer einen Pinguin gezeichnet als Avatar. Und das hatte ich versprochen und jetzt habe ich den Salat. Ich bin nämlich jetzt schon, glaube ich, 8 Pinguine im Verzug und die nächsten stehen auch schon in der Warteliste und deswegen, habe ich diese Tätigkeit ebenfalls in die Streams rein verlagert, weil da kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und ich muss ja auch noch in diesem 30-Tage-Zyklus, sprich innerhalb eines Monats, muss ich insgesamt 12-mal gestreamt haben. Und dafür muss ich auch die Schlagzahl hochhalten, weil dann kann ich hier meine Twitch-Achievements mir endlich einrahmen und an die Wand hängen. So, aber das soll jetzt genug zum Terminkalender. Und wie versprochen, probiere ich jetzt aus, ob wir den alten Mann raiden können. Ne? Das hat aus irgendeinem Grunde nicht funktioniert. Ich probiere es nochmal. Oh, dieser hat einen nur Follower, nur. Nö, das ist ja okay. Hä, warum hat denn das eben nicht funktioniert? Jetzt geht's doch. Okay. Dann lege ich gleich auf jetzt raiden. Ich sag schon mal tschüss. Hier wechsle ich dann gleich auf den Endscreen und muss mal gucken, ob uns der liebe Herr Barbruder denn überhaupt bemerkt, wenn wir bei ihm in den Stream einfallen. Dann
viel Spaß mit Erik und macht es gut. Bis Donnerstag. Spätestens. Dienstag, wenn ihr beim Zeichnen mit dabei sein wollt. Aber das ist wieder so ein Tagsüberstream, ne? Bis dann. Tschüss. So. Und dann können wir ja unten halt die Werkbänke machen. Ne, dann ist hier so, dann kannst du hier, wo haben wir denn Werkbänke hier? Aufbewahrung, Nahrung, Infrastruktur, bla 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 bla. Warte. Erstmal eine primitive Werkbank. Die gute holen wir später. Die gute holen wir später, weil die können wir noch nicht. Wir brauchen Nägels dafür. Dafür bauen wir die ganz kurz. Und zwar einigermaßen schick. So, mit einigermaßen Platz. Warte. So. Hervorragend. So, dann haben wir quasi hier unten unsere Werkecke. Verstehste? Hier so. Wir könnten sogar noch Wände davor machen. Oh, Poki, danke für den Raid. Lieber Poki, ich schicke dir viele bärtige Küsse. Lieber Poki, vielen Dank. Sehr illegal, ja, hast du wieder meinen Content verwurstet, was ich niemals tun würde bei dir? Nein, habt ihr wieder geschaut? Wir haben gerade Let's Play von Gronkh geschaut. Oh, da möchte ich mich entschuldigen. Das tut mir leid. In der Tat, ich räche mich. Aber den Poki kann ich. Poki mache ich aber VIP, ne? Guck mal hier. Das ist aber. So. Das mache ich natürlich. Ja, schön. Ich war beim ersten Mal war ich dabei, die nächsten Male habe ich immer zu spät mitbekommen. Schande auf mein Haupt. Beim ersten Mal habe ich heimlich gelürt. Da habe ich dann und so. Ja. Aber ich tue mich sehr schwer damit, meine eigenen Let's Plays zu sehen. Ich würde mich nicht gucken. Deswegen habe ich Poki geschaut, ja, aber ich habe dann, immer wenn er auf Play gedrückt hat, habe ich weggeguckt. Und wenn er wieder erzählt hat, habe ich dann so habe ich das gemacht. Ach, wie schön. Aber ich freue mich. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Beim zweiten Stream wurde gesagt, dass du vielleicht nicht zuschaust. Mache ich, wenn ich es mitkriege, dann. Ne, ich habe beim ersten Mal im Hintergrund laufen. Da kam ich aber auch ein bisschen zu spät. Ich bin gerade so selten auf X, wenn ich zugeben muss. Ich schaue gerade so selten auf Social Media rein, weil. Naja, Social Media. Und wie echt schöne Erinnerung. Ach man, Puppen. Das heißt aber nicht, dass neue Erinnerungen nicht kommen werden. Es ist nicht zu spät, neue Erinnerungen zu machen. You know. Wir haben uns übrigens dieses Jahr vorgenommen, wir sind ja wieder bei, sehr wahrscheinlich sind wir wieder bei der Polaris, und wir haben uns vorgenommen, dass wir dieses Mal noch länger noch länger in Hamburg bleiben. Damit das nicht so wie so ein Termin ist, weißt du, wir waren ne, vorher in der Stadt und dann, oh ja, okay, wir müssen schnell los und dann, ja, jetzt mal bei Poki und dann, ach, wir müssen morgen früh raus, sondern dass wir sind länger da und einfach Füße hoch und dann ein bisschen vom Stuhl fallt, dann sind wir weiter da, so, ja, merken wir ja nicht, wann wir unerwünscht sind, sowas halt, ja, das wird schön. Bisschen Urlaub. Ja. Also generell dieses Jahr ein bisschen für alles ein bisschen mehr Zeit nehmen. Weil sich letztes Jahr alles angefühlt hat wie ein Termin. Auch schön, sogar Weihnachten hat sich angefühlt bei uns wie ein Termin. Als müssten wir zwischendurch kurz weihnachtlich sein. Einfach so, jetzt ist okay, jetzt müssen wir Sachen aufstellen. Okay, jetzt ist Freitagabend. Ist ja vorbei. Hat sich alles angefühlt so. Also das ganze Jahr oder so. Wir haben den Boden nicht mehr gewaschen, seit ihr weg seid. Das ist die Mühe auch nicht mehr wert. Der ist verdorben, wir müssen rausreißen. Das Waschen bringt da gar nichts mehr. Du hast recht. Das sehen wir ein. Na gut. Ludiator, Dankeschön. Ludiator. Dankeschön. Oh. Das war aber sehr, sehr schön. Ach Mann. Und ich wünschte, ich könnte die Dinge erzählen, die ich gesehen habe beim Poki. Ich wünschte, ich könnte von all diesen Dingen erzählen. Aber ich darf nicht. Ich weiß nicht, ob der Poki euch schon erzählt hat.
Ich weiß, ob ich euch erzählen darf. Das weiß ich auch nicht. Also, ich mache mal 10 Nägel hier, ne? So, let's go. Kann ich F gucken, während ich also, okay. Hast du schon erzählt? Oh, okay. Oh, okay. Das heißt, Leute bei Cookies von auf dem Kanal, auf Twitch, bei Cookies auf dem Kanal, wurden eingeweiht. Ja, es geht um Edna. Ich werde nichts verraten. Dazu müsst ihr bei Pokémon auf den Kanal gehen und ein Abo dalassen. Dann erfahrt ihr all diese Dinge. Die könnt ihr nicht bei mir erfahren. Pokémon mit Doppel-S. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der Poki kann Dinge über Edna erzählen. Danke, Lynn, fürs Posten. Dankeschön. Ach, Mann. Und ich habe gesehen, hey, E-Guy, einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, der Raid gestern war nicht zu viel. Ich war gestern leider nicht mehr mit dabei, weil ich musste gestern ganz schnell ins Bett, weil ich vielleicht zu lange, ja, du weißt ja, zu lange, ja. Bekommt etwa eine Verfilmung. Ich weiß nicht genau, wo das Gerücht herkommt. Ja, wir lassen das Gerücht mal brodeln, weil es dann interessant wird. Aber habe ich noch nicht so